zurück bei der Digital Medicine Conference aus Berlin. Der HIH lädt zum letzten Mal ein und wir sind in dem zweiten Teil der Session Health DataCon. Und ich darf meinen Kollegen begrüßen mit mir auf der Bühne, Lars Röhmheld. Willkommen zurück auch von mir. Wir haben ein spannendes Programm zusammengestellt und ganz tolle Gäste, die wir auch gleich auf die Bühne bitten dürfen. Wir haben heute verschiedene Experten gefragt, was ist Ihr Blick auf den Nutzen und die Nutzung von Gesundheitsdaten? Und beginnen wird bei uns Birgit Bauer. Birgit Bauer bloggt seit 2007, insbesondere aus der Patientenperspektive, selber mit einer MS-Krankheit, aber eben auch zur Frage Patientenkommunikation und Nutzung von Daten, widmet sich jetzt insbesondere auch dem Projekt Data Saves Lives. Das klingt wahnsinnig spannend und wir möchten gerne einladen, dass Sie uns jetzt Ihre Perspektive und dieses Projekt einmal vorstellen und darf ganz herzlich die Bühne übergeben an Birgit Bauer. Herzlich willkommen und vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, heute hier zu sprechen. Und Sie haben schon gehört, ich komme Ihnen jetzt mal voll aus der Patientenperspektive. Wir haben jetzt sehr viel über Patienten gesprochen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt mal ein Stück weit in das Interne der Patienten-Community gehen. Wie gesagt, es geht um Data Saves Lives, ein Projekt, in dem ich seit 2019 Mitglied bin. Ich komme gleich drauf. Und meine Frage ist, sind Daten das Lichtschwert der Gesundheit der Zukunft? Wie gesagt, mein Name ist Birgit Bauer, ich bin Digital Health und Social Media Expertin, Journalistin, Speaker und Patient Expert. Weil, und der Herr Kircher hat schon angemerkt, seit 2005 lebe ich mit Multipler Sklerose, habe 2007 angefangen zu bloggen, bin Mitglied im Editorial Board von Data Saves Lives, dem Projekt, das Sie später auch noch etwas näher kennenlernen werden, und bin die Vorsitzende der Toolkit Pilot Group. Wir haben mit Data Saves Lives in diesem Jahr ein Projekt erstellt, das ist ein Toolkit, also ein Werkzeugkasten für Patientenorganisationen, um mehr über das Teilen von Gesundheitsdaten zu kommunizieren und auch die Communities besser zu erreichen. Ich bin auch Mitglied der TEDA Stakeholder Group. Bei der europäischen MS-Plattform arbeite ich ehrenamtlich als Advisor, bin im FPA Think Tank und im VFA Patientenbeirat und ganz viel mehr. Sind also Daten das neue Lichtschwert für die Gesundheit der Zukunft? Und Sie merken das, ich komme Ihnen auch später noch ein bisschen mit Star Wars, das ist leider mal Leidenschaft. Was Menschen oder Patienten denken, wenn es um Teilen von Gesundheitsdaten geht. Ich habe vor einigen Wochen einen Vortrag zum Thema Gesundheitsdaten und was denken eigentlich Patienten-Communities drüber gehalten. Das sind jetzt nur 5 Statements, die wir hier mitgebracht haben. Es gibt noch wesentlich mehr, aber das will ich uns jetzt einmal ein bisschen ersparen. Es geht also, warum soll ich meine Daten teilen? Meine Erkrankung kennt man ja sowieso, das kommt oft von Menschen mit Diabetes oder Asthma, den sogenannten Volkskrankheiten. Warum soll ich also nur irgendwas teilen, ist bekannt. Die anderen sagen, hey, bin gesund, warum soll ich also meine Daten jetzt einfach teilen? Und die sehen es auch gar nicht ein, welchen Nutzen auch Daten von gesunden Menschen vielleicht fürs Gesundheitswesen bringen könnten. Als Vorsorgeleistung vielleicht. Dann fragen ja welche, die sind schon ein bisschen informierter, die sagen, sind Bürger und Bürgerinnen eigentlich eingebunden? Werden wir involviert? Das ist die Frage. Patient Advocates oder Patientenvertreter haben gesagt, ja, also ich habe schon von diesen Vorteilen gehört, aber ich möchte gerne mehr dazu wissen. Ich fühle mich ein bisschen uninformiert. Und na klar, sagen die anderen, sie sind auf Facebook, WhatsApp und Co., aber ihre Daten teilen sie nicht. Das ist der Widerspruch in sich. Es geht also wirklich darum, dass sich viele Menschen gut oder gar nicht informiert fühlen. Vor allem kann man das feststellen, wenn man den Vergleich sieht. Oft sind es sehr gesunde Menschen, die einfach keine Bereitschaft zeigen, ihre Daten zu teilen, weil sie sind gesund. Die Ausnahme bilden tatsächlich Menschen, die mit chronischen Erkrankungen leben oder längerfristig erkrankt sind, auch zum Beispiel Krebspatienten. Oder auch Menschen mit seltenen Erkrankungen, die über lange Jahre überhaupt keine Diagnose erhalten können, weil die Daten fehlen. Sie teilen. Und sie wollen natürlich auch
bessere Diagnosen, bessere Pflege, bessere Versorgung erhalten. Und da geht dann doch die Bereitschaft in ein höheres Level. Ja, mit den Bürgern du reden, du musst, das ist unser großes Problem. Wenn wir uns anschauen, die Informationen auch zum europäischen Gesundheitsdatenraum, wo ich mich sehr engagiere, sind meist wissenschaftlich und in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht. Schau in die Tageszeitung, kommt da nur was auf, wenn der Skandal da ist. Das ist destruktiv für die Stimmung und das macht dann nicht wirklich Laune, die Daten teilen zu wollen am Ende des Tages, weil letztlich ist es ja so, wir wollen schon wissen, was wir hier haben und was wir tun oder was getan wird mit unseren Daten. Es gibt da keine oder zu wenig verständliche Informationen über nächste Schritte. Ich glaube, der Jens Spahn war das, der hat mir irgendwann gesagt, das Thema gehört eigentlich um 7:55 in die Tagesschau statt der Werbeschleife. Und genau der Meinung bin ich eigentlich auch. Ich habe das sehr lange vertreten und ich bin jetzt mit dem Thema Involvement, Patient Involvement, also Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern und Patientinnen und Patienten schon über 5 Jahre unterwegs, weil ich glaube, dass das der richtige und wichtige Schritt ist. Und nur eine kleine Anzahl Menschen ist über den europäischen Gesundheitsdatenraum und das Teilen von Gesundheitsdaten und deren Möglichkeiten und Vorteile informiert. Wenn ich rausgehe bei uns, ich wohne in einer niederbayerischen Kleinstadt, Sie hören es an meinem Akzent, und sage, hast du schon EPA? Dann sagen die, kann man das essen? Im schlimmsten Fall. Oder sie verstehen einfach nicht, warum man europaweit Gesundheitsdaten teilen soll. Und ich glaube, darüber müssen wir mehr sprechen. Verständlich und in einem Rahmen, wo wir jeden erreichen. Das ist eine Übersicht, die habe ich vor 4 Wochen gemacht. Da habe ich einfach mal das Thema gegoogelt. Wir finden unheimlich viel wissenschaftliche Publikationen, englischsprachige Publikationen, aber wenig Bürgerfreundliches, ich sage es jetzt mal so, wenig Nutzerfreundliches. Und daran hakt es gewaltig. Deshalb Data Saves Lives. Der Hashtag ist bekannt, Sie kennen es vielleicht. Ich will jetzt nicht fragen, wer kennt das Projekt? Das ist immer so, der Herr Schneider, danke. Sie sind jetzt der Retter in der Not. Data Saves Lives ist ein Projekt, das ist 2019 entstanden. Es ging darum, wie man Menschen dazu bringt oder den Menschen auch erklärt, wie man Daten, Gesundheitsdaten teilen kann und warum das so wichtig ist. Das Ziel dieses Projektes, und entschuldigen Sie, wenn die Folien jetzt in Englisch da sind, aber wir haben die tatsächlich jetzt letzte Woche erst beim European Patient Forum Congress das erste Mal gelauncht, das sind also hochaktuell. Der Zweck von dem Projekt ist wirklich, das Bewusstsein dafür zu schüren oder zu fördern, dass Gesundheitsdaten ein wichtiger Punkt in wahrscheinlich der Gesundheit der Zukunft sind. Die Menschen müssen verstehen, wie sie genutzt werden und damit kann man auch Vertrauen aufbauen, würde ich mal sagen. Wie gesagt, das Projekt startete 2019. 2020 war so ein großer Zwischenlaunch und wir haben, wie gesagt, in diesem Jahr das Toolkit gelauncht, das auch letzte Woche auf der Webseite von Data Saves Lives online ging. Das heißt, Sie können es also auch einsehen. Das ist eine grobe Übersicht über das Toolkit. Das hat also Vorstellungen. Es gibt da drinnen Templates für Webinare, wie man es am besten angeht, auch die Menschen aufzuklären. Es gibt Factsheets dazu, auch eine Anleitung, wie man digitale Gesundheitswerkzeuge, Tools nutzt. Und wir haben das Toolkit mit einer Patientengruppe aus, ich glaube es waren 6 Patienten, aus 6 verschiedenen Erkrankungsgebieten, aus 6 verschiedenen Ländern und Kulturen, wo wir also wirklich gemeinsam beraten haben. Hier waren also wirklich Patienten ganz von Anfang an involviert, um einfach eine vernünftige Struktur zu bauen, die verständlich ist und die weiter geteilt werden kann. Das ist jetzt die Version 1. Unser Plan ist es, an einer Version 2.0 in diesem Jahr zu arbeiten, das Toolkit in die entsprechenden Sprachen zu übersetzen und auch anzupassen an die Ländergegebenheiten, die vorherrschen. Und im Moment, ich darf das jetzt mal so ganz vorsichtig sagen, versuchen wir auch Data Saves Lives nach Deutschland zu bringen, um auch hier das Projekt zu etablieren und da mitzuhelfen, Daten teilen als Thema in der Gesellschaft zu fördern. Und ja, vielleicht auch die Menschen ein Stück weit herauszufordern.
Ja, das sind die Auftritte von Data Saves Lives. Wir sind also auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook. Wir halten regelmäßig auch jetzt Ende November wieder Webinare und Tweet-Chats. Melden Sie sich gerne an. Die Teilnahme ist immer kostenlos. Im Moment reden wir Englisch, aber wie gesagt, wir arbeiten daran, das ganze Ding in andere Sprachen zu übersetzen. So, zum Abschluss. Sind die Daten das neue Lichtschwert für die Gesundheit der Zukunft? Ja, ich glaube schon. Als Mensch mit MS bin ich jemand, der sehr interessiert ist, bessere Möglichkeiten in Sachen therapeutischen Optionen Behandlung zu bekommen. Ich weiß, als ich 2005 die Diagnose erhielt, war ich konfrontiert mit 5 nicht besonders netten Therapeutika und Medikationsmöglichkeiten, heute haben wir 16. Und das zeigt uns ja sehr deutlich, wie weit wir mit Daten kommen können und dass die Forschung die Daten auch braucht. Nicht nur wir Menschen draußen, sondern auch die Forschung. Ich glaube, das müssen wir einfach fördern. Aber, das ist jetzt die Herausforderung, wir brauchen eine bessere Kommunikation und eine bessere Präsenz des Themas an sich in den Medien. Wir brauchen mehr Information und Aufklärung für Bürgerinnen und Bürger. Wir reden hier immer über Patienten, aber eigentlich reden wir, und der Herr Österhoff hat es ja so schön gesagt, wir reden über Menschen. Über Bürger. Wir reden auch über Sie, über Gesunde. Jeder kann mal krank werden. Wir brauchen eine öffentliche Diskussion und einen Vertrauensaufbau, damit die Menschen wissen, okay, da geht was und da geht mehr. Wir müssen Patientenvertreter, und damit meine ich nicht nur Organisationen, sondern auch unabhängige Patientenvertreter involvieren. Wir müssen sie einbeziehen, auch in Entscheidungen. Also nicht nur zuhören und nach der Meinung fragen, sondern auch mitentscheiden lassen. Und wir brauchen mal leicht zugängliche Wissensquellen, die sich nach dem Informationsbedarf ausrichten. Das heißt, wir müssen eigentlich sehr eng mit der Bevölkerung zusammenarbeiten, um herauszufinden, was ist jetzt notwendig, welche Frage brennt den Menschen auf den Nägeln. Und dann, glaube ich, kann man da sehr viel machen. Daher möge die Power der Gesundheitsdaten in der Zukunft mit Ihnen sein, und ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Frau Bauer, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Danke. Vielleicht eine einzige Frage noch, wir sind ein bisschen im Verzug, aber was würden Sie sich denn wünschen, was jetzt mit Ihren Daten in der Zukunft gemacht werden kann? Wo soll der Nutzen gehoben werden, sozusagen? Ich glaube, wir brauchen es zum einen für mich zur besseren Information, weil wir haben das ja vorhin gehört, die Patient Journey, die Datenreise. Ich mag das Wort Journey immer nicht so gern, weil das ist kein Trip, den ich da mache mit MS. Aber es ist tatsächlich so, dass ich bessere Informationen haben möchte. Und nach 16 Jahren MS sind meine Daten verstreut quer durch den Gemüsegarten und keiner weiß, wo sie liegen. Wahrscheinlich ist ein Teil sogar schon vernichtet. Nach 10 Jahren ist das möglich. Und ich glaube, wir müssen diese Daten besser sammeln. Wir müssen sie in ein Register bringen, um einfach mehr über eine Population, die mit einer Erkrankung lebt, rauszufinden und denen besser zu helfen. Aber was zum Beispiel Rehabilitation und Physiotherapie angeht, das war ja zuletzt noch da, aber wir müssen auch da drauf schauen. Super, ganz herzlichen Dank, Birgit Bauer, für Ihren Vortrag. Data Saves Lives. Wir kommen jetzt so ein bisschen zu der juristischen Perspektive, deswegen freue ich mich sehr, und ich sehe ihn schon im Stream, wunderbar, auf einen Kollegen, Dr. Winfried Feil. Er ist im Bundesministerium des Inneren angestellt und hat die DSGVO dort auch mitverhandelt. Schreibt auf Twitter dazu, took part in the lawmaking process and going nuts ever since. Er beschäftigt sich rechtswissenschaftlich mit den Fragen des Datenschutzrechts insbesondere, ist Autor, Lehrbeauftragter, Mitherausgeber eines Kommentars und im Hashtag-Team Datenschutz auf Twitter unterwegs. Er stellt sozusagen die unangenehmen Grundsatzfragen, und ich freue mich, dass er sich heute der Frage widmen wird, wo ist eigentlich der Datennutz im Datenschutz? Herzlich willkommen, Dr. Winfried Feil. Die Bühne gehört Ihnen. Ja, guten Tag in die Runde. Hören Sie mich? Ich gehe mal davon aus, dass man mich hört. Vielen Dank, Herr Philipp Kircher, für diese schöne Einladung. Für die schöne Einleitung auch und für die Gelegenheit, in einigen wenigen Minuten Grundsatzfragen des Datenschutzrechts zu stellen. Wo ist der Datennutz im Datenschutz? Der sprachliche Gleichklang von Nutz und Schutz ist ja schon mal bemerkenswert. Mir ist er erstmals überhaupt bei der Suche nach einem prägnanten Vortragstitel aufgefallen.
Leider ist der Gleichklang aber auch nur ein sprachlicher. Und damit habe ich das wenig überraschende Ergebnis bereits vorweggenommen. In der Sache muss man den Datennutz im Datenschutz lange suchen. Wie gesagt, ich war auf Seiten der Bundesregierung bei den Verhandlungen zur Datenschutzgrundverordnung dabei und wir hatten damals eine Phase, in der wir ja zumindest eine kleine Truppe im BMI mit Unterstützung des damaligen Ministers ein etwas anderes Datenschutzrecht schaffen wollten. Es war leider politisch nicht durchsetzbar. Seitdem beschäftige ich mich allerdings nur noch privatwissenschaftlich mit dem Thema Datenschutz. Deswegen hier auch der notwendige Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist ausschließlich meine persönliche Auffassung. Vorteil dieser privaten Beschäftigung mit dem Datenschutz ist, dass ich wohl zu den wenigen Menschen in Deutschland gehöre, die bei dem Thema keine Eigeninteressen verfolgen, ganz anders als viele Advokaten und Apologeten des Datenschutzrechts, die beruflich davon profitieren, dass dieses Rechtsgebiet überhaupt existiert und dass es so floriert. Einer davon ist der oberste Datenschützer Deutschlands. Sie kennen ihn alle, der Bundesdatenschutzbeauftragte. Er gehört zu den qua Amteswohl, aber wahrscheinlich auch aufgrund seiner Überzeugung zu den glühendsten Verfechtern des Datenschutzrechts und auch zu den größten Kritikern der Datenschutzkritiker. Hier macht er sich vor ein paar Tagen in einem Tweet darüber lustig, dass dem Datenschutz überhaupt eine Mitschuld an der mangelnden Digitalisierung gegeben wird. Ich will in wenigen Thesen die Gegenthese aufstellen. Selbstverständlich ist der Datenschutz ein Problem, natürlich nicht das einzige, aber doch ein erhebliches. Und lassen Sie mich diese These mit 14 Argumenten untermauern. Erstens, die Datenschutzgrundverordnung verfolgt den sogenannten One-Size-Fits-All-Ansatz. Das bedeutet, jeden Datenverarbeiter treffen dieselben Pflichten, unabhängig vom Nutzen der konkreten Verarbeitung. Staatliche Behörden werden genauso behandelt wie private Unternehmen, werden genauso behandelt wie Privatleute, werden genauso behandelt wie Forschungsinstitutionen, werden genauso behandelt wie Non-Profit-Organisationen. Die meisten Pflichten sind nicht kontextabhängig. Sie berücksichtigen nicht den Verarbeitungszweck. Sie sind unabhängig vom Risiko für den Betroffenen. Und vor allem, wie gesagt, sie berücksichtigen nicht den Gemeinwohlnutzen, den die Datenverarbeitung haben kann. Dies ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Für unsere Fragestellung relevant ist die Erkenntnis, dass der Nutzen nicht privilegiert wird. Also nicht rechtlich privilegiert wird. Der Nutzen ist keine rechtliche Kategorie des Datenschutzrechts. Das Datenschutzrecht kennt Verarbeitungszwecke. Es kennt Interessen, berechtigte Interessen einerseits, öffentliche Interessen andererseits. Es kennt Risiken, es kennt auch sogar Schäden, aber es kennt keinen Nutzen. Der Begriff taucht im Rechtstext der Datenschutzgrundverordnung nicht auf. Das Datenschutzrecht ist also blind für den Nutzen der Datenverarbeitung. Ausgangspunkt aller Überlegungen ist im Datenschutzrecht der Betroffene. Es wird immer zuerst nach den Risiken für den Betroffenen gefragt. Der Begriff betroffene Person wird in der Datenschutzgrundverordnung 440 Mal erwähnt. Datenverarbeitung wird durch die Betroffenenbrille betrachtet. Die Mehrdimensionalität der Datenverarbeitung wird dadurch verkannt, denn die Datenverarbeitung betrifft natürlich nicht nur die Rechte des Betroffenen, sondern auch die Rechte des Verarbeiters, Rechte Dritter und öffentliche Interessen. Und wenn man die Datenverarbeitung, wie wir es jetzt heute tun, durch eine ganz andere Brille, nämlich durch die Nutzenbrille betrachtet, kommt man möglicherweise auch zu anderen Ergebnissen. Die Betroffenenbrille hängt aber eng mit der Input-Fokussierung des Datenschutzrechts zusammen. Das Datenschutzrecht reguliert in erster Linie die Datenerhebung und die Datensammlung.
Das verhindert zum einen eine politische Auseinandersetzung über den Output. Viel zu selten diskutieren wir darüber, ob eine konkrete Datenverarbeitung zugelassen werden soll oder verboten werden soll. Die Input-Fokussierung verhindert aber auch eine Anerkennung des Outputs als wertvoll. Der Fokus auf die Datenerhebung, also den Input, macht, wie gesagt, blind für den Nutzen der Datenverarbeitung, also den Output. Das Datenschutzrecht wird darüber hinaus vom Verbotsprinzip beherrscht. Eine Datenverarbeitung ist verboten, es sei denn, ein Erlaubnistatbestand liegt vor. Diese Regelungstechnik ist naturgemäß verarbeitungsfeindlich. Das Verbot ist die Regel, die Zulässigkeit der Datenverarbeitung ist die Ausnahme. Datenschützer meinen zwar, faktisch sei ja doch die Zulässigkeit der Datenverarbeitung die Regel, aber selbst wenn es so wäre, das präventive Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, so der juristische Fachausdruck für diese Regelungstechnik, zwingt den Datenverarbeiter dazu, sich rechtfertigen zu müssen, und zwar immer. Und natürlich soll ein Verbot auch Abschreckungswirkung haben. Viele schrecken vor der Datenverarbeitung auch dann zurück, wenn sie erlaubt ist. Ein Beispiel ist die immer weiter um sich greifende Fotophobie. Also Street Photography ist in den Augen vieler mittlerweile unzulässig, weil man dort ja Passanten aufnimmt. Das Verbotsprinzip sorgt jedenfalls dafür, dass sich selbst der offenkundige Nutzen der Datenverarbeitung rechtfertigen muss. Und diese Rechtfertigung ist eine Spielwiese von Juristen für Juristen. Kaskadenhaft bauen sich die Pflichten auf. Der Verantwortliche muss, bevor er überhaupt mit einer Datenverarbeitung beginnen kann, Rechtsgrundlagen für das eigene Handeln suchen, einen Grundrechtsausgleich vornehmen, Interessenabwägungen durchführen, den Betroffenen Informationen geben, Rechtsgrundlagen zitieren, Rechtsbehelfsbelehrungen vornehmen, Schriftlichkeitsanforderungen erfüllen, Begründungspflichten erfüllen, Bestimmtheitsgebote erfüllen, Verhältnismäßigkeitsprüfungen vornehmen und Dokumentationspflichten erfüllen. Durch die zahlreichen Präventivpflichten entsteht eine ganze Vorfeldschutzkaskade, Begriff von Professor von Lewinsky. Und dies gilt, wie gesagt, für alle Datenverarbeitungen, für riskante und risikoarme, für nützliche und aber auch für schädliche. Nach meiner Zählung enthält die Datenschutzgrundverordnung 68 Pflichten und 82 Abwägungserfordernisse. Das Datenschutzrecht ist also Risikoverwaltungsrecht, es ist Präventivrecht, es verrechtlicht auch allgemeine Lebensrisiken, es vorverlagert die staatliche Eingriffsschwelle. Es reguliert, lange bevor überhaupt ein nennenswertes Risiko oder ein Schaden drohen. Der Nutzen wird durch diese ganzen aufgezählten Präventivpflichten regulatorisch eingehegt, um nicht zu sagen, manchmal eben auch erdrosselt. Wie gesagt, als eigenständiges Kriterium kommt der Nutzen in der Datenschutzgrundverordnung nicht vor. Dass die Datenverarbeitung aber auch einen Nutzen haben kann, wird immerhin verschämt in den Erwägungsgründen der Datenschutzgrundverordnung anerkannt. Man muss dies allerdings dann schon mit der Lupe suchen und man muss die Erwägungsgründe lesen. Es heißt dort in Erwägungsgrund 4, die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte im Dienste der Menschheit stehen. Immerhin. Es heißt dort auch, dass das Recht auf Datenschutz im Hinblick auf seine gesellschaftliche Funktion gesehen werden muss. Es heißt dort, dass Daten, insbesondere wenn sie für gesundheitsbezogene Zwecke verarbeitet werden, der Gesellschaft insgesamt, es soll für die Gesellschaft insgesamt erforderlich sein. Dann gibt es einen Erwägungsgrund, in dem die legitimen gesellschaftlichen Erwartungen in Bezug auf den Wissenszuwachs besonders hervorgehoben werden. Es gibt einen Erwägungsgrund, der sich mit Registern beschäftigt, in dem es heißt, dass Forscher neue Erkenntnisse von großem Wert erhalten können durch die Datenverarbeitung und dass durch die Verwendung von Registern auch bessere Forschungsergebnisse erzielt werden können.
Und es gibt einen Erwägungsgrund, in dem es heißt, die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken im Sinne dieser Verordnung sollte weit ausgelegt werden. Gesellschaftliche Funktion, legitime gesellschaftliche Erwartungen, Wissenszuwachs, neue Erkenntnisse, bessere Forschungsergebnisse im Dienste der Menschheit stehen, das sind alles wohlfeile Worte. Es ist allerdings auch Juristenprosa, die in der harten Rechtsrealität dann kaum Berücksichtigung finden kann, weil das Datenschutzrecht den öffentlichen Nutzen, den Gemeinwohlnutzen, wie gesagt, als eigene Kategorie nicht kennt. Im Vordergrund steht das individuelle Verarbeitungsinteresse des Verantwortlichen und das individuelle Verhinderungsinteresse des Betroffenen. So, jetzt gehen wir hier in die falsche Richtung. Das öffentliche Interesse taucht an verschiedenen Stellen auf. Dies allerdings sehr inkohärent. Ein echtes Konzept dahinter ist nicht erkennbar. Ein großes Problem ist, dass das öffentliche Interesse nicht einfach so verfolgt werden kann. Bei der Datenverarbeitung durch öffentliche Stellen braucht es immer noch ein Spezialgesetz, in dem steht, unter welchen Voraussetzungen das öffentliche Interesse verfolgt werden darf. Das ist natürlich ein sehr schwerfälliger Prozess. Hier zeigt sich die Durchsetzungsschwäche von Gemeinwohlinteressen gegenüber Individualinteressen und gegenüber Partikularinteressen. Richtig schwierig wird es dann allerdings, wenn der Einzelne, also der Private, gemeinwohldienliche Datenverarbeitungen betreiben will. Es gibt Vertreter von Aufsichtsbehörden, die das sogar für gänzlich unzulässig halten. Ein Blick in den Paragraph 138 Strafgesetzbuch beweist das Gegenteil. Dort ist von der Nichtanzeige geplanter Straftaten die Rede. Sie machen sich strafbar, wenn Sie bestimmte Straftaten nicht anzeigen. Strafanzeigen stellen ist natürlich eine Datenverarbeitung, die Sie im öffentlichen Interesse unternehmen. Datenschutzrechtlich ist dies aber durchaus problematisch. Im Datenschutzrecht vorgesehen ist nur, dass ein Privater im eigenen Interesse oder im Interesse eines Dritten, nicht aber im Interesse der Allgemeinheit handelt. Hier zeigt sich eine Schwäche der überhaupt in westlichen Rechtsordnungen herrschenden individualistischen Freiheitskonzeption. Es geht aber noch weiter. Jede Datenverarbeitung und damit auch jeder Nutzen steht unter Generalverdacht. Alle personenbezogenen Daten sind gleichermaßen schutzwürdig. Die Furcht vor Datenmissbrauch ist das Paradigma des Rechts. Die Furcht ist auch in rechtspolitischer Hinsicht diskussionsbeherrschend. Ein Klima der Angst ist allerdings nicht gerade innovationsfördernd. Jedenfalls wird das Datenschutzrecht von der verbreiteten Auffassung beherrscht, Datenverarbeitung sei niemals risikolos. Die Grundidee ist Verhaltenssteuerung. Eigentlich sollte man das mit der Datenverarbeitung lieber lassen. Und nicht nur das, auch jeder Nutzer steht unter Generalverdacht. Die Datenschützer nennen oder manche Datenschützer nennen das generalisierte Angreifermodell. Jede Organisation, gerade und auch die rechtlich zur Verarbeitung Befugte, ist ein Angreifer. Ich habe dem Malte Engeler, den ich sehr schätze und der vielleicht auch gerade zuhört, gesagt, dass ich ihn zitieren würde. Der war da nicht so begeistert über das Framing. Aber ich finde, wenn man ein solches Angreifermodell, also ein generalisiertes Angreifermodell, ins Spiel bringt, kommt wohl aus der IT-Sicherheit, dann ist das schon eine klare Ansage, eine Aussage, die, wie gesagt, den einzelnen Verarbeiter unter Generalverdacht stellt. Hinzu kommt ein weiteres weit verbreitetes Missverständnis. 1983 formulierte das Bundesverfassungsgericht diesen folgenschweren Satz von der Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen.
Daraus leiten viele ein eigentumsähnliches Recht auf die eigenen Daten ab. Populistisch verkürzt gipfelt das dann gerne in dem Satz, meine Daten gehören mir. Dass dieser Satz jetzt rechtlich im Sinne von einem Eigentumsrecht an Daten unsinnig ist, brauche ich hoffentlich hier in diesem Kreise nicht zu betonen. Der Forscher kann von der Wissenschaftsfreiheit nur Gebrauch machen, wenn er personenbezogene Daten verarbeiten darf. Der Journalist kann von der Pressefreiheit nur Gebrauch machen, wenn er personenbezogene Daten verarbeiten darf. Der Künstler kann von der Kunstfreiheit nur Gebrauch machen, wenn er personenbezogene Daten verarbeiten darf. Die Grundrechte sind meines Erachtens allesamt Grundrechte auf Datenverarbeitung. Das Bundesverfassungsgericht hat dies jüngst noch einmal dankenswerterweise klar formuliert. Dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, so das Verfassungsgericht, stehe die Freiheit des Einzelnen gegenüber, selbst Informationen aufzugreifen, zu verarbeiten und nach eigenen, auch wechselnden Zwecken zu nutzen. Das Gericht spricht daher nicht mehr von informationeller Selbstbestimmung, sondern nur noch von substanzieller Mitbestimmung. Wie könnte es aber auch anders sein? Denn der freie Fluss von Informationen ist Teil einer auf Freiheit und Wettbewerb beruhenden Wissensgesellschaft und Wirtschaftsordnung. Letzte Beobachtung. Informationelle Selbstbestimmung müsste doch eigentlich zumindest auch bedeuten, dass ich mit meinen Daten machen kann, was ich will. Aber bitten Sie mal Ihren Arzt, er möge Ihnen das Röntgenbild via unverschlüsselter E-Mail zuschicken. Da müssen Sie schon großes Glück haben, wenn er das dann auf eigenen ausdrücklichen Wunsch von Ihnen macht. Sie können, polemisch gesagt, unter der Datenschutzgrundverordnung leichter in Körperverletzung und Prostitution einwilligen als in die Preisgabe Ihrer Daten. Dies gilt auch und gerade für die Preisgabe der Daten zu Gemeinwohlzwecken. Wir haben ja schon vom Datenteilen eben in dem Vortrag von Frau Bauer gehört. Andere Stichworte sind an der Stelle Datenaltruismus, Datenspende, Datentreuhand. Was ist angesichts dieser für den Nutzen der Datenverarbeitung misslichen Rechtslage oder deprimierenden Rechtslage zu tun? Nun, meine präferierte Lösung wäre eine große Datenschutzreform, Revision oder gar Revolution. Das ist allerdings politisch nicht durchsetzbar, jedenfalls auf absehbare Zeit. Und das zusätzliche demokratietheoretische Problem ist, dass wir dafür eine Initiative der Europäischen Kommission brauchten. Denn die Europäische Kommission hat das Initiativmonopol, wenn es um neue Rechtsakte auf EU-Ebene geht. Und die Datenschutzgrundverordnung ist damit erstmal in Stein gemeißelt. Was wir alle tun können in unserer täglichen Arbeit, ist die Mehrdimensionalität der Datenverarbeitung anzuerkennen und immer wieder darauf hinzuweisen, dass nicht nur Rechte des Betroffenen, sondern Rechte des Verantwortlichen, Rechte Dritter und das Gemeinwohl eine mindestens gleichberechtigte Rolle in diesem ganzen Bereich der Datenverarbeitungsregulierung eine Rolle spielen. Man könnte bereichsspezifisch den Datennutzen auch als Kategorie des Datenschutzrechts etablieren. Man kann Data-Use-Vorschriften erlassen. Man kann einen stärker sektorspezifischen Ansatz verfolgen. Das geschieht ja nach meinem Eindruck auch im Gesundheitsbereich bereits. Ich bin jetzt kein Experte für den Gesundheitsbereich, deswegen ist die Veranstaltung hier für mich sehr lehrreich. Und in diesem Bereich geschieht ja anscheinend auch in rechtlicher Hinsicht durchaus einiges. Und naja, man sollte gemeinwohldienliche Datennutzungen privilegieren, auch im Gesetz. Und dafür sieht die Datenschutzgrundverordnung Öffnungsklauseln vor, die man, wenn man will, auch dafür auf nationaler Ebene nutzen könnte. Das wäre mein Plädoyer für die Zukunft und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Winfried, vielen Dank, dass du mir erstmals vorgestellt wurdest, nannte Philipp Kircher dich das Enfant terrible des deutschen Datenschutzrechts. Ich verstehe jetzt, warum das so ist. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Datenschutzvortrag gehört, den ich als erfrischend bezeichnen würde. Aber dir ist das irgendwie gelungen. Vielen Dank dafür. Erfrischend wäre sicherlich auch deswegen, weil es um Datennutzen ging und um das, was wir mit den Daten gerne machen möchten. Dazu möchte ich die nächste Referentin vorstellen. Frau Dr. Viola Priesemann ist Physikerin am Max-Planck-Institut in Göttingen, hat viel Politikberatung gemacht zur Corona-Krise, hat sich auch verdient gemacht um die öffentliche Aufklärung in Talkshows und anderen Medien, wurde dafür nicht zuletzt ausgezeichnet von der Max-Planck-Gesellschaft und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Ich freue mich, dass Sie hier sind mit uns. Ich sehe Sie gerade vor mir. Viola, the stage is yours. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem ungewöhnlichen Format. Covid hat viele Probleme gebracht, aber eben auch ein paar schöne Aspekte. Und dazu gehört sicherlich dieser interdisziplinäre Austausch. Der Vortrag, den ich heute halten werde, ist aus Nutzersicht, also in gewisser Weise ein Laienvortrag. Das Thema ist Daten der Corona-Pandemie. Und ich muss sagen, erstmal, die Daten der Corona-Pandemie waren wesentlich besser als alles, was wir sonst vorher im Laufe der Zeit jemals in unseren Forschungsdaten gehabt hatten. Ich komme aus dem Bereich der theoretischen Neurowissenschaften und im Bereich der theoretischen Neurowissenschaften stellt sich ein ganz anderes Problem. Wir haben hier zum Beispiel das menschliche Gehirn, das hat rund 80 Milliarden Neurone. Und wenn wir aber Experimente haben, um zum Beispiel die Ausbreitung von Aktivität in diesem Netz zu schätzen, dann haben wir nur einen winzigen Bruchteil davon, also typischerweise einige hundert. Jetzt möchte man gerne von diesen etwa 100 Neuronen schätzen, wie sich Aktivität in dem Netzwerk ausbreitet. Wenn man das naiv macht, dann gibt es da ein Bias und der R-Wert zum Beispiel wird falsch geschätzt. Da entwickeln wir neue Methoden. Und für Covid ist entsprechend die Datenlage wesentlich besser gewesen. Die Methoden, die wir also entwickelt haben, für diese doch sehr dünne Datenlage. Dafür war unsere Methodik auf jeden Fall extrem gut aufgestellt. Ich möchte jetzt aber gar nicht hier weiter drüber sprechen, aber Sie kriegen vielleicht den Eindruck, warum ich aus der Grundlagenforschung Ausbreitung von Aktivität im neuronalen Netzwerk, Ausbreitung von einem Virus in einem sozialen Netzwerk, warum wir die Methoden hatten, um von einem Tag auf den anderen uns auf die Corona-Pandemie einzustellen. Der Überblick heute, ich möchte Ihnen einen kurzen Einblick geben, wie wir 2020 an Daten gekommen sind, im März damals, wie wir dann alternative Methoden gefunden haben, um Maßnahmen in Modellen herzuleiten. Ich möchte auf europäische Koordination und Standardisierung kurz eingehen, aus Nutzersicht, also aus Wissenschaftlersicht in dem Fall, und kurz die Frage anreißen, ob bessere Daten das Pandemiemanagement denn verbessert hätten. Das hier ist, wie Sie sich vielleicht erinnern, das sind die Fallzahlen hier aus dem letzten, also wirklich der ersten Welle. Und dort wurde dann am 8. März die Großveranstaltung geschlossen, am 15. März eine Woche später Schulen und Geschäfte, am 22. März gab es ein Kontaktverbot und natürlich ist gleichzeitig das Bewusstsein für diese Krise gestiegen. Wir hatten also jeden Tag einen neuen Datenpunkt vom Robert-Koch-Institut, den haben wir in unser Modell getan und den R-Wert geschätzt. Wenn man den R-Wert schätzt, zum Beispiel bis Daten hier vom 15. März, das ist grob das, wo wir denken, dass die erste Maßnahme dann Wirkung zeigt, die zweite aber noch nicht. Wenn wir das machen, dann können wir extrapolieren und überlegen, wie da die Fallzahlen weitergegangen wären. Das heißt, man kann dann extrapolieren, dass es mit diesem ersten Set von Maßnahmen wahrscheinlich weiter gestiegen wäre. Das zweite Set von Maßnahmen hätte dann diese Ausbreitung etwas stabilisiert und erst das dritte Set von Maßnahmen, Kontaktverbot, zusammen natürlich mit der freiwilligen Kontaktbeschränkung, das hat dazu geführt, dass die Fallzahlen im Endeffekt runtergegangen sind. Also nach dem 22. März sank die Reproduktionszahl dann deutlich unter 1. Der Lockdown hat also die Fallzahlen alle 1 bis 2 Wochen danach um den Faktor 2 reduziert. Das war relativ zügig. Und eine Sache, die hier sich in den Modellen auch ganz klar zeigt, ist, dass eben starke Maßnahmen, wie wir sie im Frühjahr 2020 hatten, also starke Einschränkungen, auch dazu führen, dass ungleich und wirklich deutlich schnellerer Rückgang erreicht wird. Hätte man einen R-Wert von nur 0,9 erreicht, dann hätte eine Halbierung einen Monat gedauert. Erreicht man hingegen einen R-Wert von 0,7, dann dauert die Halbierung lediglich eine Woche.
Die ersten Aussagen hier über das genaue Datum, wann der R-Wert unter 1 ist, das ist mit Unsicherheiten behaftet, wie Sie hier an der Breite dieser sogenannten Glaubwürdigkeitsintervalle erkennen können. Diese Aussagen hier, wenn der R-Wert einen bestimmten Wert hat, das sind Aussagen, da sind wir uns sicher, das sind die Mechanismen der Pandemie. Welche Datenquellen hatten wir damals? Die Johns Hopkins Universität hat damals die Daten zusammengesammelt. Weitere Quellen waren Our World in Data und auch das Robert-Koch-Institut. Wir haben damals wirklich Datenpunkt für Datenpunkt zusammengesammelt. Und ich weiß auch zum Beispiel von den Kollegen, die in Oxford die Daten zusammengesammelt haben, international, dass die eigentlich tagtäglich morgens um 4 aufgestanden sind, um von den verschiedenen Quellen, von den verschiedenen Ländern die Daten zusammenzubringen in eine einzelne kohärente Datenplattform. Denn eine kohärente Datenplattform gab es nicht. Das hat uns im Prinzip vor ein Problem gestellt. Wir haben uns damals bewusst nur auf Deutschland konzentriert, nur auf die Maßnahmen in Deutschland. Das ist eigentlich total schade, denn im Prinzip hätten wir mit einer einfacher und vor allen Dingen kohärent zugänglichen Datenbasis ganz Europa oder wesentlich mehr Länder nutzen können, um die Wirkung von Maßnahmen abzuschätzen. Aber nichtsdestotrotz, mit der Grundlagenforschung, die wir hatten, hatten wir eine Möglichkeit, unsere Expertise und unsere Freiheit, die wir in der Grundlagenforschung haben, zu nutzen, um das Thema spontan anzugehen und haben uns in dem Fall eben auf Deutschland konzentriert. Grundlagenforschung ist in diesem Fall ganz klar eine wirksame Krisenprävention. Nichtsdestotrotz, es hat dann ein Jahr gedauert, bis andere Forschungsgruppen, in dem Fall aus Oxford, die Daten nicht nur von Deutschland, sondern von rund 40 Ländern zusammengetragen haben. Und die haben dann auseinandergenommen, was die Wirkung von Kontaktbeschränkungen hier sind, für zum Beispiel maximal 10 Leute, Geschäfte schließen, Schulen und Universitäten schließen. Und dann sieht man, wie viel das diesen R-Wert wahrscheinlich reduziert hat. Auch hier wiederum ist die Unsicherheit deutlich. Aber man kann zumindest davon ausgehen, dass wenn man Veranstaltungen auf 1.100 oder 10 Menschen beschränkt, dass das einen größeren Effekt auf den R-Wert hat und dass diese Größenordnung ganz gut hinkommt. Jede dieser Maßnahmen hängt aber auch essentiell davon ab, wie sie umgesetzt wird. Eine Schulschließung in der ersten Welle ist ganz anders umgesetzt worden als in der zweiten und der dritten. Das sollte man bei solchen Studien auch immer im Kopf haben. In diesem Fall hat es sehr lange gedauert, bis alle Daten ausreichend gut von vielen Ländern da waren, um eine solche Studie zu machen. Aber selbst wenn man die Daten gehabt hätte, hätte es das Pandemie-Management substanziell verändert. Das ist eine Frage, auf die ich am Ende nochmal eingehen möchte. Das bringt uns hier den zweiten Punkt, die Wirkung der Maßnahmen in Modellen herleiten. Dazu haben wir eine ganze Reihe von Studien. Das ist dann die Art und Weise, wie wir als Forscher oder Forscherinnen damit umgehen, dass die Datenlage, ich sage mal, in einem wieder dünn und unkonsistent ist. Es gibt einige ganz grundlegenden Aussagen. Da kümmern wir uns mehr um die Mechanismen der Covid-Ausbreitung. Und diese Mechanismen zu verstehen, das ist etwas, was dann hilft, um Maßnahmen gut zu designen. Wir wissen zum Beispiel sehr genau, dass ein frühes Eingreifen in einer Welle, wenn die noch am Steigen ist, sehr viel bringt. Wenn ich ein exponentielles Wachstum habe mit einer Verdopplung jede Woche, sagen wir, dann macht es natürlich einen riesigen Unterschied, ob ich eine Woche früher oder später eingreife, was die gesamte Anzahl der Patienten auf Intensivstationen zum Beispiel angeht. Also frühes Eingreifen reduziert die Anzahl Infizierter in einer Welle extrem deutlich. Eine Woche macht dort einen essentiellen Unterschied. Und das ist etwas, das sind Aussagen, die können wir machen ohne jeglichen Datenpunkt im Prinzip, weil es hier um die Mechanismen der Covid-Ausbreitung geht. Ein starkes Eingreifen, das habe ich hier gerade gezeigt mit den verschiedenen R-Werten, führt zu einem extrem viel schnelleren Reduktion der Fallzahlen. Wenn ich, sage ich mal, einen Lockdown-Light mache, wie wir sie in dem letzten Winter hatten, was hat das gebracht? Das hat die Fallzahlen, wenn überhaupt, stabilisiert. Es gab überhaupt keinen Rückgang und insofern ist auch die Entlastung nicht in den Krankenhäusern damals angekommen. Also ein stärkeres Eingreifen führt zu einem und dann überproportional schnelleren Reduktion der Fallzahlen, sodass dann, wenn Fallzahlen erstmal reduziert sind, wieder Luft in den Krankenhäusern ist, über zumindest moderate Lockerungen wieder nachgedacht werden kann. Also aus den Mechanismen dieser Pandemie-Management kann man sagen, starkes, frühes Eingreifen ist wesentlich effektiver. Wir haben ausgerechnet, wie der Kipppunkt die Eindämmung insgesamt erschwert. Das ist relativ logisch, wenn die Fallzahlen zu hoch sind, dann wird das Testen und die Kontaktnachverfolgung weniger effektiv und langsamer,
Wenn diese Maßnahme wegbricht, muss man sie anderweitig kompensieren. Wir haben ausgerechnet, wie der Fortschritt des Impfens bestimmt, wie stark gelockert werden kann. Und der Impffortschritt ist wirklich der Hauptfaktor, der das bestimmt. Und wir haben eine Schätzung der Dunkelziffer gemacht, wie einige und viele andere Gruppen auch. Und zur Orientierung, ich denke, das ist etwas, was immer mal hilft. Im Faktor 6 in der ersten Welle hatten wir etwa so schlecht wie in der ersten Welle, haben wir nie wieder getestet. Danach war der Dunkelzifferfaktor typischerweise unter 2. Das sind alles Ergebnisse, die wir haben können, ganz im Prinzip fast ganz ohne Daten. Mit den Daten können wir dann aber schauen, ob wir ähnliche oder sinnvolle Verständnis von diesen Mechanismen der Pandemie haben. Und zum Beispiel diesen Kipppunkt hier haben wir relativ deutlich in den Daten von der letzten Herbstwelle gesehen. Das bringt mich zu der Frage von wirklich als Datenqualität und europäischer Koordination und Standardisierung. Was sind jetzt die praktischen Probleme, die wir haben, wenn wir eine internationale Studie machen? Es ist wirklich uneinheitliche und nicht maschinenlesbare Daten. Unsere Analysen sind, wie eigentlich alle Analysen, nicht mehr etwas, was man mit Papier und Bleistift macht. Das machen im Idealfall Computer automatisch, tagtäglich. Ganz häufig ist es jedoch so, dass sich die gerade jetzt noch im Jahr 1,5 der Pandemie die Metadaten nicht durch eine API einlesen lassen, sondern nur als PDF-Datei. Und eine PDF-Datei lässt sich einfach nicht gut oder eigentlich de facto nicht maschinell einlesen. Die Datenaggregierung braucht also unglaublich viel Zeit. Ich muss von Hand, ich habe wirklich einen Studenten gehabt, der nichts anderes gemacht hat, als immer zu wissen, wo ich welche Daten von welcher Qualität zu welchem Zeitpunkt bekommen kann. Diesen Studenten hätte ich natürlich viel lieber für Forschung eingesetzt, anstatt allein dafür, diese Daten für uns als Arbeitsgruppe zu aggregieren. Also das manuelle Einlesen von PDF-Dateien kostet wirklich Zeit. Die Quellen sind national organisiert. Wenn ich jetzt also 50 Länder habe mit 50 Datenquellen, was passiert dann, wenn dann ein Land sein Format auch nur zweimal im Jahr ändert, dann bricht unser Code zweimal pro Woche zusammen. Das ist einfach schwierig, wenn wir zum Beispiel online analysieren, was der R-Wert ist für 50 verschiedene Länder. Dann bricht unser Code einfach zweimal die Woche zusammen. Das ist nicht stemmbar, das macht wirklich keinen Spaß. Die Daten sind uneinheitlich. Wir haben verschiedene Alterskohorten, wir haben verschiedene Testkriterien und uneinheitlich meine ich hier international. Definition der Daten ist verschieden. Zum Beispiel nehmen wir die Inzidenz, da wird manchmal das Datum des Testabstrichs genannt, manchmal das Datum der Meldung, manchmal das Datum der Symptome. Diese Unterschiede sind oft nicht online vermerkt. Da haben wir dann wirklich abtelefoniert in den verschiedenen Ländern, was jetzt diese Daten überhaupt darstellen. Und dann gibt es natürlich Sprachbarrieren. Wir müssen im Prinzip ja von Estnisch bis Portugiesisch die nationalen Webseiten von Hand, also nicht von Hand, aber einfach lesen, um herauszufinden, was für Daten eigentlich dargestellt werden. Und selbst dann innerhalb eines Landes gibt es dann mehrere Quellen, um Deutschland hier zu nennen, kriege ich die einen Daten hier zum Beispiel vom DIVI, die anderen vom RKI. Entschuldigung, das I fehlt hier. Das alles kostet extrem viel Zeit und natürlich damit auch sehr viel Geld. Nehmen wir mal Deutschland. Die uneinheitliche Auflösung und Zugänglichkeit ist etwas, womit man umgehen kann, aber es ist einfach anstrengend. Die Infektionen sind zum Beispiel nach Alter aufgelöst in 10-Jahres-Schritten und sie sind etwa einmal die Woche verfügbar vom DIVI. Da kriege ich die 10-Jahres-Auflösung. Gehe ich zum Robert-Koch-Institut, dann kriege ich die 20-Jahres-Auflösung, aber dafür täglich. Diese Daten kann ich theoretisch zusammenbringen, um dann zu interpolieren. Dafür kann man Algorithmen entwickeln. Man könnte aber auch einfach vielleicht diese Daten bekommen. Die Altersgruppen sind wirklich nicht optimal. Bestimmte Gruppen fassen 15- bis 35-Jährige zum Beispiel zusammen. Das sind SchülerInnen, Studierende, Berufstätige. Also eine sehr heterogene Gruppe. Für die Impfungen jetzt, und ich glaube, das ist Ihnen allen bekannt, da haben wir dann plötzlich 3 Altersgruppen. 3. Die gehen bis 18 oder 20, dann gehen die bis 60 und dann über 60. Und sie sind nicht nach Impfstoff aufgelöst. Damit können wir extrem wenig anfangen. Wenn wir jetzt gerne wissen würden, wie gut ist der Schutz hier in der deutschen Bevölkerung, die Altersgruppe grob 20 bis 60 ist einfach extrem groß, auch zwischen 60, 70 und 80. Wäre eine Auflösung nach Impfstatus extrem hilfreich, um genaue Vorhersagen zu machen, was wir jetzt für diesen kommenden Winter an Belastung erwarten. Dann wird nicht das Impfdatum angegeben, sondern das Lieferdatum der Impfdosen. Das sollte man wissen, das ist in Deutschland anders als in anderen Ländern.
In anderen Ländern sind diese ganzen Altersklassen wesentlich einheitlicher. Natürlich nicht in allen, man findet immer bessere Beispiele, man findet vielleicht auch hier oder da ein schlechteres. Aber hier eine Einheitlichkeit würde uns wirklich helfen, die Daten schneller und sinnvoller zusammenzubringen. Wir haben in Deutschland, wie Sie auch wissen, relativ wenig Surveillance-Daten. Surveillance-Daten in England und in Israel sind deutlich besser. Und was das bedeutet, ist, dass England und Israel die Datengrundlage haben, um ihre wissenschaftliche Führungsrolle dort zu nutzen und auch auszubauen. Mit der Datengrundlage, die wir hier haben, sind wir in vielen Fragestellungen zu spät oder zu ungenau gewesen. Und dann können wir noch so gute Arbeit leisten. Unsere Arbeit ist nicht so gut wie die von denjenigen, die eine bessere Datengrundlage haben. Es gibt dann natürlich spontane Initiativen zur Vereinheitlichung. Hier möchte ich gerne eine Initiative nennen. Das ist hier ein Screenshot. Die schauen sich hier wirklich 9 verschiedene Faktoren an und machen für jedes Land, von Afghanistan bis Land bis Z, machen die eine Aggregierung dieser Daten, wo sie schauen, ob die Daten in Fraction oder in absoluten Werten angegeben ist. Hier in 3, was die entsprechenden Altersstufen sind, dass sie die dann reskalieren etc. Und hier ist dann angegeben, welche dieser Faktoren in jedem einzelnen Land verbessert oder umgeschrieben werden muss, damit man dann wenigstens irgendwo eine einheitliche Datenquelle hat. Das gibt es inzwischen. Das gibt es hier etwa seit August, wie man sehen kann, 2020. Aber es dauert Zeit, bis sowas aufgebaut wird. Und das ist natürlich dann eine Initiative, die von typischerweise einer Person abhängt, die das am Laufen hält. Wenn ich jetzt also die aktuelle Frage angehen wollen würde, wie stark lässt der Immunschutz gegen schweren Verlauf nach, dann bräuchte ich dafür die Daten, die für diese Frage die Inzidenz und die Hospitalisierung nach Alter, Impfstatus, Impfstoff und Impfdatum beziehungsweise genesenem Datum. Diese Daten könnten mir dann zum Beispiel helfen zu beantworten, wie viel würde das Boostern für die Krankenhäuser in dem kommenden Winter bringen. Und das hier ist im Prinzip unser Ergebnis. Zero, da ist nichts. Wir können das nicht machen, wir haben die Daten dafür nicht. Und selbst wenn wir dann basierend auf Schätzungen und Raten und auch wenn die richtig liegen, gute Ergebnisse bekommen, wir können das grob abschätzen, klar, dann können wir das noch lange nicht publizieren. Das heißt, da ist einfach dann keine Publikation, die wir machen können, weil gut geratene Daten nicht das sind, was man für eine Publikation erwartet. Das ist jetzt ein bisschen polemisch, aber das ist schon etwa das, wie ich mich fühle, wenn ich dann Publikationen aus England oder Israel sehe, die da einfach einen ganzen Tacken besseren Zugang zu bestimmten Daten haben. Covid kann also nicht allein auf nationaler Ebene angegangen werden. Wir brauchen wirklich paneuropäische Koordination, nicht nur was die Daten angeht, auch was natürlich die Koordination des Managements angeht. Ich habe dazu ein Expertenpapier von Dutzenden Wissenschaftlern aus ganz Europa aus verschiedenen Disziplinen koordiniert. Wir haben inzwischen 3 davon rausgebracht, die darauf hinweisen, dass Covid natürlich nicht an den Grenzen Halt macht, sondern wir definitiv hier gemeinsam vorgehen würden. Dieses europäische Expertenrat ist ein Stück weit ein Ersatz für einen Expertenrat in Deutschland, der ja, sag ich mal, sehr fluide ist. Wir haben inzwischen, wie gesagt, 3 internationale Papiere und einige in Deutschland, die das Wissen dann zusammentragen. Genauso würde ich mir wünschen, dass diese Daten mindestens auf europäischem Standard zusammengetragen werden, weil nationale Daten ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Und es wäre schade, wenn wir diese Chance, wenn wir es eh jetzt schon aufbauen, verpassen, das nicht gleich europäisch zu denken. Das bringt mich jetzt nach dem Überblick über März, über die Frage, wie wir auch ohne Daten arbeiten und zur europäischen Koordination, zur Frage, ob bessere Daten das Pandemiemanagement jetzt verbessert hätten. Nun, wir haben eben ein Feedback, worüber wir wahrscheinlich generell sehr schlechte Daten haben. Hier ist ein typisches Modell von susceptiblen Personen, geimpft oder nicht geimpft, exposed, infiziert und dann gehen die wenigsten sterben zum Glück, die meisten werden wieder gesund. Das ist so das klassische Modell. Und dann gibt es ja diese Feedback-Loops, das ist die Selbstregulation. Also je höher die Inzidenz und je höher die Hospitalisierung, desto mehr Menschen lassen sich möglicherweise impfen. Je höher die Hospitalisierung, desto mehr werden die Menschen auch ihre Kontakte regulieren. Und diese Feedback-Loops spielen eine Rolle. Und ich möchte hier ein Beispiel nennen, das haben wir für den kommenden Winter jetzt hier ausgerechnet. Komplett ohne Feedback-Loop und moderaten Beschränkungen ist das die Größenordnung der Welle, die man erwartet. Es gibt aber diesen Feedback-Loop der Selbstregulation bei, sowohl beim Impfen als auch bei den Kontakten. Und das dämpft die Welle entsprechend ab. Das heißt, Informationen und Meinungen beeinflussen das Verhalten. Ich kann zwar vielleicht ein bisschen besser nochmal sagen, mit besseren Daten, ob eine
ob Masken tragen eine Reduktion um 50 oder um 80% macht. Aber gerade das Maskentragen ist ja ein Beispiel. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Arten und Weisen, wie diese Maske getragen werden kann. Und wie sie nun getragen wird, beeinflusst sie also auch die Wirkung. Also die Wirkung einer Maßnahme hängt essentiell davon ab, wie sie umgesetzt wird. Insofern ist die Frage, ob zumindest fürs Pandemie-Management die Frage der Wirksamkeit und der Planung von Maßnahmen, ob dort mehr Daten wirklich mehr gebracht hätten. Damit möchte ich ganz herzlich meiner Gruppe danken, die in den letzten Wochen, Monaten und in den letzten anderthalb Jahren extrem intensiv gearbeitet haben, im Datenzusammenklauben und auch im Datenauswerten. Herzlichen Dank an Sie. Liebe Viola, vielen Dank für den sehr, sehr spannenden Vortrag. Da wir mit der Zeit knapp sind, würde ich einfach vertreten für den Raum, in dem es, glaube ich, sehr viele Fragen geben würde, eine stellen, und zwar, du hast ja am Ende die Frage gestellt, was würden mehr Daten verbessern im Pandemie-Management. Gibt es einen Datensatz, den du für momentan dringend fehlend halten würdest für Deutschland, also zum Beispiel Impfung und Hospitalisierung oder auch eine Beschleunigung von Daten, die du für sehr, sehr wichtig halten würdest? Ja, ich glaube, das eine ist wirklich dieser gemeinsame Datensatz, wo wir Impfung und Datum der Impfung, Hospitalisierung zusammenbringen. Und das andere ist, wo stecken sich Menschen an? Darüber gibt es auch grob aufgelöste Informationen, aber besser zu verstehen, ob diese Ansteckungen möglicherweise in Schulen, in den Haushalten, bei privaten, bei größeren Veranstaltungen oder wo auch immer stattgefunden haben, das noch mit reinzubringen, könnte uns auch helfen. Eine Impfung schützt gegen Übertragung zu einem gewissen Grade. Der Impfschutz ist nicht perfekt. Aber dann zum Beispiel zu sehen, ob ein nachlassender Impfschutz zum Beispiel eine verschiedene Wirkung hat, je nachdem, ob das im Haushalt oder bei einer Großveranstaltung ist. Das könnte man sich relativ gut vorstellen, dass es da Effekte gibt. Aber dazu bräuchten wir dann wirklich dieses Zusammenführen dieser verschiedenen Sorten Daten. Das wäre sicherlich ein sehr spannendes Forschungsprojekt. Die Frage aber wiederum, für die Forschung ist das spannend. In der Realität ist es so, dass man für den Fall, dass man Maßnahmen machen muss, sowieso erstens die Motivation der Bevölkerung mitnehmen muss, das ist meistens der allerhöchste Faktor, und zweitens dieser Mechanismus, wenn man die Fallzahlen runterbringt, dann lieber alles gleichzeitig machen, lieber ein Stückchen zu viel machen, dann ist man einfach deutlich früher durch, sag ich mal, man hat das Ziel der Reduktion der Fallzahlen um Faktor 4, da braucht man 2 Halbierungszeiten, Verdopplungszeiten kennen wir, und die erreicht man natürlich mit einem R-Wert von 0,7 wesentlich schneller als mit einem von 0,9. Und wenn man da zu viel gemacht hat, umso besser, dann ist man schneller da wieder raus oder hat in derselben Zeit einen wesentlich größeren Puffer in den Krankenhäusern wieder aufgebaut. Vielen, vielen Dank für deinen Vortrag und die Erklärungen. Und du hast die Moderation gerade sehr einfach gemacht, denn um das Verknüpfen von Daten aus einem Pod und dem nächsten Pod soll es als nächstes gehen. Ich darf vorstellen, Nick Schneider, den Referatsleiter für neue Technologien und Datennutzung im BMG, einen unserer engsten Vertrauten in den letzten 2,5 Jahren und ein großer Experte für europäische Datennutzung und Data Linkage. Und darum soll es jetzt gehen. Ja, mein Thema heute, Data Linkage, Zugang, aber dezentral. Viele Punkte wurden heute adressiert und nochmal vielen Dank an Frau Priesemann für diesen sehr guten Input, auch zu zeigen, Datenzusammenführung ist extrem wichtig. Was möchte ich heute sagen? Das Ding hier geht, glaube ich, gerade nicht. Jetzt. Sehr schön. Wofür brauchen wir Daten im Gesundheitswesen? Ich glaube, das ist eine zentrale Frage. Herr Dr. Winfried Freil hat es gesagt, wo ist der Datennutz im Datenschutz? Ich möchte darüber ein bisschen reden, wofür brauchen wir eigentlich Daten im Gesundheitswesen? Es wird nämlich oft verkannt, und welche Daten brauchen wir? Wie können wir ein vernetztes Gesundheitsdatenökosystem aufbauen? Ich glaube, das wird eines der zentralen Herausforderungen für die nächste Legislaturperiode und darüber hinaus werden in Deutschland. Was könnte in der nächsten Legislaturperiode ganz konkret gemacht werden? Ich sage hier bewusst könnte. Sie wissen alle, der Koalitionsvertrag ist noch nicht geschrieben. Deswegen auch da bitte. Es ist eine Vision, es ist eine Möglichkeit, wie wir aus Fachebene im BMG uns so ein Ökosystem vorstellen können. Eben wurde es gesagt, die Daten aus Israel sind top. Mit den Daten aus Israel kann man tolle Forschung machen. Da wurden sehr gute Paper jetzt auch ganz aktuell letzte Woche veröffentlicht. Wir hatten letzte Woche bei uns im Referat die Chance, den Kickoff für das deutsch-israelische Gesundheitsforum für künstliche Intelligenz hier in Berlin ausrichten zu dürfen. Und da wurden diese Zahlen auch kurz
gezeigt. Und ich möchte Sie vor allem hier darauf hinweisen. Wir sehen, Israel ist den anderen Staaten mindestens 3 Monate voraus. Warum? Weil sie einfach über eine sehr gute Datengrundlage verfügen, weil diese Daten verknüpft da sind und weil sie schnell auch politisch genutzt werden und veröffentlicht werden. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Das hat nicht nur etwas mit Forschungsexzellenz zu tun, sondern es hat auch mit Geschwindigkeit im Handeln zu tun. Und jetzt haben wir auch die Paper, die zeigen, dass die Boosterimpfung wirkt und wie sie wirkt. Ich glaube, das haben wir einen Großteil Israel zu verdanken. Aber da müssen wir uns fragen, warum müssen wir hier auch auf Israel vertrauen? Wieso haben wir diese Daten nicht bei uns? Wofür brauchen wir Daten? Daten kann man in ganz verschiedener Form darstellen. Das ist ein Bild, das habe ich aus LinkedIn genommen. Sie brauchen eine Geschichte, sie brauchen einen Kontext. Oft liegen die Daten so vor, unstrukturiert. So können wir sie nicht gebrauchen. Vielleicht können wir sie sortieren und wissen dann, oder vielleicht arrangieren und wissen, wie viel von welchen Legosteinen wo wie sind. Aber was wir einfach brauchen, ist den Kontext. Gesundheitswesen ist de facto nichts anderes als ein großes Datenverarbeitungssystem. Viele sagen, die Medizin, ich bin selbst Mediziner, ist eine Erfahrungswissenschaft, die aber auf Daten basiert. Wir verarbeiten ständig Daten. Wir brauchen sie für die Versorgung, wir brauchen sie für die Abrechnung, für die Patientenverwaltung, Qualitätssicherung, politische Steuerung, Forschung, Produktentwicklung, KI-Training und Testung. Das ist das, was wir in Zukunft brauchen. Diese Daten sind aber nicht immer direkt personenbeziehbar. Es sind de facto nach DSGVO, und da bin ich ganz bei Herrn Feil, personenbezogene Daten. Sie sind auch sensible personenbezogene Daten. Aber für das Training und die Testung von künstlicher Intelligenz ist es dem Algorithmus völlig wurscht, ob die Daten von Philipp Kircher, Lars Römheld oder Nick Schneider kommen. Wir brauchen strukturierte, hochqualitative Daten, die ausgewertet werden und für diese Zwecke verarbeitet werden. Entscheidend ist auch nicht, das wird auch oft verkannt, wer die Daten verarbeitet. Entscheidend ist, zu welchen Zwecken werden sie verarbeitet. Ich glaube, das ist für uns auch wichtig, dass wir das immer wieder sehen. Das sieht auch die DSGVO so. Da bin ich nicht ganz bei Herrn Feil. Diese Zweckbindung ist etwas wahnsinnig Wichtiges. Wir einfach Wissen und Transparenz schaffen können, wozu brauchen wir die Daten und wie verarbeiten wir sie. Wie stellen wir uns jetzt im Team bei Referat 511 BMG so ein Datenökosystem vor? Wie gesagt, denkbare Ansätze. Wir bauen gerade das Forschungsdatenzentrum in BfArM auf. Dort werden die Abrechnungsdaten aller GKV-Versicherten vorliegen und zu bestimmten Zwecken, insbesondere Forschung, aber auch Steuerung des Gesundheitswesens, verarbeitet werden können mit einem gewissen Time-Lag. Aber sie sind dort. Es sind strukturierte Daten, die als Sekundärdaten aus der Abrechnung übersandt werden. Perspektivisch ab 2023 können dann auch Daten aus der elektronischen Patientenakte freiwillig von den Bürgerinnen und Bürgern an das Forschungsdatenzentrum freigegeben werden, um dieses Skelett im FDZ dann auch noch mit Leben zu füllen. Ein weiteres Silo sind Register. Hat Frau Bauer vorhin sehr gut gesagt, sehr wichtig, gerade krankheitsbezogene Register. Wir haben hier als Beispiel die staatlich regulierten Krebsregister und auch jetzt das Zentrum für Krebsregisterdaten. Auch dort werden sinnvolle Daten vorliegen. Wir haben die Netzwerke, insbesondere die vom BMBF geförderten, im Rahmen der Medizininformatik-Initiative, die sogenannten Datenintegrationszentren an die Unikliniken. Wir haben die diversen Initiativen des Nationalen Universitätsnetzwerks Medizin. Jetzt gerade mit Covid-19 gibt es ja endlich ein Netzwerk der Unimedizin in Deutschland, die alle Unikliniken zusammenführen und dort auch gemeinsame Datenverarbeitung ermöglichen sollen. Wir werden irgendwann, da ist noch alles rot davor, auch einen Datensatz für Genomdaten in Deutschland haben. Auch das ist gesetzlich jetzt vorgesehen. Allerdings liegen die an unterschiedlichen Orten. Sie sind noch nicht verknüpft, sie sind noch nicht verknüpfbar. Was fehlt, ist diese Infrastruktur, ist dieses Verkehrsnetz. Wir sehen hier, es gibt verschiedene Datenarten, die fließen in verschiedene Silos. Wir sehen auch, es gibt hier, ich habe es mal als Polizei bezeichnet, entsprechende Aufsichtsinstrumente, die extrem wichtig und sinnvoll sind. Ich habe hier BFDI und BSI benannt, das brauchen wir, das ist sinnvoll, das haben wir auch im normalen Straßenverkehr. Deswegen auch diese Analogie zwischen unserem Datenverkehr im Gesundheitswesen und dem Straßenverkehr. Ich glaube, damit kann man es ein Stück weit visualisieren. Und wir brauchen allerdings irgendwann auch einen irgendwie gearteten Zugang zu diesen Möglichkeiten. Im Moment kann man zu den einzelnen Silos zwar Zugang bekommen, meistens auf Antrag,
Aber auch da bin ich ganz bei Frau Brinkmann, oft sind die Daten unterschiedlich, nicht direkt vergleichbar. Es fehlt auch oft der gemeinsame Nenner. Was wir brauchen, ist ein Unique Identifier. Wir müssen einfach sehen, dass wir vergleichbare Ergebnisse aus verschiedenen Datensilos bekommen können. Das ist technisch möglich, nennt sich föderierte Datenhaltung. Das ist auch datensicher. Das ist auch ein Modell, was der BFDI mit unterstützen würde, weil wir einfach sagen, wir haben nicht den großen Datentanker, wo alle Daten drin liegen, aber wir sorgen dafür, dass diese Silos interoperabel sind, dass wir einen gemeinsamen Nenner haben und dass nachher die Daten auch vergleichbar sind, dass ich dann denselben Algorithmus ans Krebsregister schicken kann, an das Forschungsdatenzentrum schicken kann und vielleicht auch irgendwann an genom.de schicken kann. Das gleiche natürlich auch bei den Netzwerken der Medizininformatik-Initiative. Jetzt mal anders dargestellt, wie ist denn der Datenzugang? Im Moment muss ich einzeln an diese verschiedenen Einrichtungen gehen und um Datenzugang bitten, unterschiedliche Kriterien. Auch das könnte man erleichtern. Ich sage, es könnte, weil es ist noch nicht so vorgesehen. Man könnte eine zentrale Zugangs- und Koordinierungsstelle schaffen. Das ist ein Instrument, was im Data Governance Act auf europäischer Ebene schon angelegt ist, was möglicherweise auch in einem Rechtsakt zum European Health Data Space kommen könnte. Diese Zugangs- und Koordinierungsstelle könnte dann Anfragen weiterleiten für Forschung und Entwicklung an Datentreuhänder, die andere Daten halten, die wir jetzt noch nicht in staatlich regulierten Registern oder Forschungszentren haben, an die Netzwerke, an das Forschungsdatenzentrum, an genom.de, an die Krebsregister und so dafür sorgen, dass einheitliche Antworten möglichst da sind, ohne die Sicherheit des Einzelnen in Sachen Daten zu gefährden. Was eine Zugangsstelle auch leisten kann, ist, den Zugang nach außen zu bieten. Wir sind doch auch in einem weltweiten Konkurrenzkampf beim Thema Daten. Wir müssen auch sehen, dass wir aktuell einen Systemstreit haben zwischen Systemen, die extrem zentral organisiert sind, staatlich koordiniert sind und extrem privat organisierten Systemen wie in den USA. Hier könnten wir den europäischen Gesundheitsdatenraum mit anschließen. Wir könnten dafür sorgen, dass auch Anfragen aus anderen europäischen Ländern hier in Deutschland genutzt werden könnten, genauso wie unsere Anfragen unserer Forschenden oder auch unserer Politik oder aller Beteiligten in anderen EU-Mitgliedstaaten möglich wäre. Das ist die Quintessenz des europäischen Gesundheitsdatenraums, wie wir uns das vorstellen. Es wäre schön, wenn man so eine Stelle hätte, wenigstens um zu wissen, selbst da scheitert es ja schon, welche Daten wo liegen, zu welchen Bedingungen sie zu welchen Zwecken verarbeitet werden können. Auch das ist ja schon mal etwas, was die Arbeit für alle Forschenden an den Universitäten, in der Industrie, aber auch Patientenorganisationen, die Zugang zu Daten haben wollen, signifikant erleichtern würde. Wie könnte es in so einem zentralen Zugangsportal aussehen? Ich sehe dort mein Team hat es als Haus dargestellt, in dem es verschiedene Räume gibt. Es gibt einen Datenraum für die Patienten. Der ist anders ausgestattet, weil es einfach andere Bedarfe gibt als der Raum für die Behörden oder für die Forschenden oder für Vertreter der Selbstverwaltung. Diese Räume müssen bedarfsorientiert, müssen so eingestattet sein, dass sie die richtigen Bedarfe auch erfüllen können. Deswegen sind sie unterschiedlich. Wir müssen uns noch Gedanken machen, was machen wir mit der Industrie? Bei den Krebsregistern gibt es die Möglichkeit. Beim Forschungsdatenzentrum ist die Industrie im Moment noch außen vor. Ich sage immer, sie sitzt noch auf dem Balkon und wartet und möchte reingelassen werden. Das ist eine Diskussion, die müssen wir in den nächsten Jahren auch führen, einfach um zu gucken, weil es wird immer Wege geben, an Daten ranzukommen. Wollen wir, das ist eine ethische Frage, die wir uns stellen wollen, die Daten, die staatlich reguliert, kuratiert, im Forschungsdatenzentrum zum Beispiel liegen, die unter sehr strengen Bedingungen auf Antrag zur Verfügung gestellt werden, ist das System nicht eventuell besser, als wenn wir es dem freien Markt überlassen? Das ist eine große Frage, die wir uns stellen müssen. Das sind Daten, die mit staatlichen Geldern erhoben und verarbeitet werden. Und ich glaube, wir brauchen, auch wenn es nachher darum geht, wettbewerbsfähig zu sein am Markt, werden wir gute, national und europäisch valide Daten brauchen, damit Forschung und Entwicklung so gut vorankommt, dass wir Ergebnisse haben, Algorithmen in der KI nutzen können, die auf unsere Grundbevölkerung anwendbar ist. Aktuell wird in der MedTech-Industrie auch noch sehr stark
auf chinesischen, indischen oder amerikanischen Daten trainiert. Sind diese Daten per se sofort auf Deutschland applizierbar? Sind die valide? Ich wage es zu bezweifeln. Daher ist mein Petitum, wir brauchen europäische und wahrscheinlich auch deutsche Test- und Trainingsdatensätze für KI. Und dafür müssen wir halt eben einfach sehen, dass wir Datenlinkage vorantreiben. Hier nochmal eine kurze Übersicht zu all dem, was ich gesagt habe. Das Mittel, was wir haben werden dafür, wird die Gesetzgebung sein. Wir brauchen einen rechtssicheren Datenzugang für die Nutzungsberechtigten im öffentlichen Interesse. Da bin ich ganz bei Herrn Feil. Das Gemeinwohl muss hier ein wichtiges Instrument sein. Wir müssen uns über die Industrie Gedanken machen. Wir brauchen den europäischen Anschluss an den European Health Data Space. Wir brauchen aber auch, und das müssen wir auch jetzt schon mitdenken, den internationalen Anschluss an die USA, an den transatlantischen Partner. Wir reden hier über das, wir haben heute, glaube ich, noch gar nicht gehört, aber das WHO Pandemic Preparedness Hub, was in Berlin kreiert wird. Auch dort werden Daten verarbeitet, das müssen wir nicht mitdenken. Müssen wir mitdenken, wir dürfen nicht vergessen, dass es eine Welt außerhalb der EU gibt. Die Datenbestände, die wir jetzt schon im Aufbau haben, sind das FDZ, die Krebsregister, Genomdaten, die Netzwerke. Wir müssen uns aber auch Gedanken über Wearables machen. Auch da werden sehr gute, sinnvolle Daten erhoben, die allerdings noch nicht in den Systemen drin sind, die man eventuell über die EPA als Medium mit in diese Zentren überführen könnte. Wir müssen über das Thema Datentreuhänder reden. Auch das kann ein wichtiges Add-on sein in so einem Datengovernance-System. Kurzum, als Abschluss, welche Optionen sehen wir für eine moderne Datenpolitik? Für mich immer unter dem Motto Daten nutzen, Menschen schützen. Wir brauchen die Umsetzung einer chancenorientierten Datenpolitik. Dafür haben wir die Öffnungsklausel in der DSGVO. Wir haben schon das Instrument der Datenfreigabe im § 363 SGB V. Wir müssen bei der Harmonisierung des Datenschutzrechts und der Datenschutzaufsicht vorangehen. Ein erster Schritt war der Artikel 287a SGB V im letzten Jahr. Wir brauchen rechtssicheren Datenzugang für Versorgung und Forschung. Das schaffen wir über Befugnisnormen. Das ist möglich für die Verarbeitung im öffentlichen Interesse. Wir brauchen aber auch Sanktionen und Verwertungsverbote zum Schutz der Betroffenen, da wo wir die Verarbeitung nicht wollen. Wir brauchen einen Datenschutz by design und by default. Das ganze Thema Regulatory Technology, RegTech, wird viel zu wenig angesprochen. Auch da kann die Technik uns helfen, um auch Transparenz zu schaffen und Sicherheit zu geben. Das müssen wir mit bedenken. Und last but not least, ich glaube, das war das Hauptthema heute für mich, den Auf- und Ausbau des vernetzten Gesundheitsdatenökosystems. Wir brauchen die Verknüpfbarkeit von Datenbeständen. Heutzutage sind noch nicht mal die Daten aus der gesetzlichen Krankenversicherung mit denen aus der Rentenversicherung und der Unfallversicherung verknüpfbar. Das wäre für mich ein möglicher erster Schritt, den wir gehen könnten und auch sollten. Gleiches gilt für die Versorgung. Wir brauchen Verknüpfung mit Patient-Reported Data. Die Nutzung der EPA als zentrales Datenverwaltungstool halte ich für imminent wichtig. Herr Dr. Ludewig hat es heute Morgen auch schon gesagt, in 15, 16 Jahren sollte das eigentlich ein No-Brainer sein. Wird man sich wundern, warum wir das noch nie gemacht haben. Und wir brauchen den Aufbau von Test- und Trainingsdatensätzen für eine gute und vertrauenswürdige KI in Deutschland und Europa. Damit möchte ich abschließen. Vielen Dank. So. Oh. Ganz herzlichen Dank, Nick Schneider, für diesen wunderbaren Vortrag. Wir sehen auch, ohne dass es eine neue Regierung schon gibt, und wir wissen, wer das Haus vielleicht nicht weiter führt, die Leute im Haus denken weiter, denken an die Zukunft, denken europäisch. Vielen Dank für diese Perspektive. Wir kommen zu unserem letzten externen Redner. Und zwar freue ich mich sehr, dass wir heute Professor Dr. Alexander Radbruch virtuell zugeschaltet haben. Ich sehe ihn auch schon, sehr schön. Er ist Direktor der Klinik für Neuroradiologie an der Universitätsklinik in Bonn, ist außerdem auch Volljurist. Deswegen freue ich mich auch wieder, einen weiteren Kollegen ansagen zu dürfen. Widmet sich vor allem den Themen neue Imaging-Techniken, Analyse großer Datenmengen und wird uns heute so ein bisschen zu den Facts and der Fiction in einem gewissen auch Hype um die künstliche Intelligenz in der Radiologie mitnehmen. Herr Professor Radbruch, wunderbar, herzlich willkommen und the stage is yours. Ja, lieber Philipp, herzlichen Dank für die nette Anmoderation. Die Juristerei ist bei mir lange her, mittlerweile bin ich Radiologe. Ich freue mich sehr,
möchte ich vorab betonen, dass wir dieses interdisziplinäre Forum hier heute zustande bekommen haben. Ich habe schon wahnsinnig viel gelernt und das ist wirklich ein ganz tolles Forum aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven, Daten und Datenschutz einmal zu analysieren. Was kann ich dazu beitragen? Mein Forschungsgebiet ist die künstliche Intelligenz in der Radiologie und es ist eines der ersten Gebiete in der Medizin, wo wir, denke ich, wirklich eine Disruption sehen werden, die jetzt auch langsam, aber sicher in der Praxis ankommt. Es wird wahnsinnig viel berichtet darüber, auch in den Medien. Und ich will so ein bisschen versuchen zu zeigen, was kann wirklich Realität bald werden und wo ist vielleicht auch noch ein bisschen viel Fiktion drinnen. Beginnen möchte ich das Ganze mit dem Ausspruch von Steve Jobs. Der hat gesagt, "If you don't cannibalize yourself, someone else will." Was meinte er damit? Das ist das, was ich meinen radiologischen Kollegen immer sage. Nun ja, Steve Jobs hatte bis 2006 den iPod auf dem Markt. Und wir kennen das noch alle vielleicht von früher. Wer einen hatte, da konnte man Musik drauf hören. Die gibt es heute kaum noch. Die werden kaum noch verkauft. Warum? Naja, 2007 fand die Transformation statt zum iPhone. Da war dann der iPod drin enthalten. Da gab es dann nicht mehr die Notwendigkeit. Damals gab es kritische Stimmen, wie Steve Ballmer von Microsoft, der hatte gesagt, $500, that is the most expensive phone in the world. You know, we've our strategy, we've got great Motorola Q phone for now $99. Well, I like our strategy, I like it a lot. Er lag damit offensichtlich nicht ganz richtig. Was ist nun in der Radiologie im Augenblick? Was passiert da und warum dieses einführende Beispiel? Nun, vielleicht haben wir uns noch nicht richtig klar gemacht, was auf uns zukommen kann. Im Augenblick sind wir gewohnt, wenn wir ein Problem haben, ein gesundheitliches Problem, wir brauchen eine Bildgebung, wir gehen in die Praxis oder ins Klinikum und da sitzt dann der Radiologe, das ist schon ein bisschen her, aber an meinem Arbeitsplatz. Das ist im Augenblick der Fall. Was ist jetzt das disruptive Element? Wo kann künstliche Intelligenz hier wirklich dazwischen gehen? Naja, zum einen muss das MRT wirklich in der Praxis stehen. Zum anderen kann der Radiologe ersetzt werden durch artifizielle Intelligenz. Wie viel könnte davon heute schon stattfinden und wie viel wird einfach im Augenblick verhindert, weil wir gewisse Regulierungen haben des Gesundheitssystems, die sicherlich sinnvoll sind in einem Fall, aber was wäre einfach schon im Augenblick möglich? Darüber will ich ein bisschen einen Überblick geben. Und zu Anfang einfach eine klassische radiologische Aufgabe beschreiben. Das ist ein dramatischer Befund für einen Patienten, was wir hier sehen. Das ist für uns Alltag und an großen universitären Standorten, wo die Krebsmedizin eine große Rolle spielt, ist das eines unserer Kerngeschäfte. Das sichere Aufspüren, das ist hier ein Hirntumor, das sichere Aufspüren und Vermessen und die Verlaufsbeurteilung von Hirntumoren. Das ist für die weitere Planung der Therapie absolut relevant. Und in der Realität ist es so, dass in vielen Krankenhäusern wird das immer noch mehr oder weniger vermessen. Und das ist nicht das sozusagen State of the Art. Wenn man sich nämlich vorstellt, wie entschlüsseln wir alle unsere iPhones oder unsere Mobiles, das geht über Face Recognition, dann kann es doch nicht sein, dass in der klinischen Praxis immer noch einfach per Strichen Tumore ausgemessen werden. Das geht doch viel besser mit dem Computer. Und ein Beispiel, wie es laufen kann, das ist eine Publikation, die wir veröffentlicht haben. Das hier ist der Radiologe, so wie er den Tumor bewerten würde. Wir sehen hier unterschiedlich eingefärbt die unterschiedlichen Anteile des Tumors. Und das ist die künstliche Intelligenz, so wie sie den Tumor sehen würde. Also das heißt, da wird der Kopf gescannt und bewertet komplett ohne den Radiologen. Und was wir gefunden haben, ist, die Differenz ist vernachlässigbar. Im Gegenteil, gerade für klinische Hallo, Alexander Radbruch, ja. Ganz kurz. Ja. Wir haben kurz eine Tonstörung hier gehabt. Mal zur Technik. Jetzt hören wir dich wieder. Wunderbar. Okay. Dann vielleicht noch einmal die letzten drei Sätze, dann können wir folgen. Okay, gut. Also, wir beginnen nochmal am Anfang. Das ist also ein Beispiel, wo wir sehen, das ist ein Tumor. Hier oben haben wir den Radiologen. Hier ist der Radiologe, der das Ganze beurteilt. Und hier ist die künstliche Intelligenz. Und ganz wichtig jetzt, gerade für klinische Studien ist es natürlich sinnvoll, den Faktor Mensch herauszurechnen. Also was der Radiologe, jeder Radiologe sieht das ein bisschen anders und da ist es vorteilhaft, wenn das Ganze über die künstliche Intelligenz erfolgt. Also da gibt es die Variabilitäten, die wir beim Faktor Mensch haben, gibt es da gerade nicht. Also hier ist es sicherlich vorteilhaft, den
die künstliche den Radiologen durch die künstliche Intelligenz zu ersetzen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Das ist eine disruptive, eine provokative Aussage. Ich will sie einfach mal so tätigen. Als Patienten sind wir gewohnt, wir gehen, wenn wir Bilder brauchen, zum Radiologen. Jetzt wird aber der eine oder andere auch schon die Erfahrung gemacht haben. Da bekommt man manchmal die Aussage, naja, das dauert jetzt noch 3 Monate, bis der nächste MRT-Termin frei ist. Warum nicht sozusagen MRTs einfach in anderen Gegenden aufstellen, Supermarkt? Da wird dann ganz oft gesagt, naja, das sind Safety-Gründe, warum wir das nicht machen. Das sind Sicherheitsbedenken, die wir haben. Und in der Tat wird in einem Großteil der radiologische Untersuchungen wird Kontrastmittel gegeben, weil man dann gewisse Pathologien besser erkennen kann. Und auch da kann uns die künstliche Intelligenz helfen. Ich will Ihnen das mal zeigen. Auf der linken Seite sehen Sie einen Scan von einem MRT, von einem Gehirn ohne Kontrastmittel. Jetzt sehen Sie in der Mitte Kontrastmittel, da sehen Sie diese ganzen Gefäße hier. Ja, die können Sie sehr viel besser sehen, da sehen Sie gar nichts. Hier kann man das sehr gut sehen. Dafür muss aber dem Patienten Kontrastmittel gespritzt werden. Die künstliche Intelligenz hilft uns jetzt, das zu errechnen. Also was wir hier sehen, ist virtuelles Gadolinium und dazu brauchen wir überhaupt gar kein Kontrastmittel, und weil das berechnet die künstliche Intelligenz einfach selber. Und das ist natürlich für den Patienten sehr viel angenehmer. Er braucht keine Nadel gelegt zu bekommen, keine Granule, es wird ihm kein Kontrastmittel appliziert. Es läuft alles automatisiert. Das Ganze geht auch bei Pathologien. Hier wieder ein dramatischer Fall mit einem Hirntumor, wo wir sehen, auch hier kann uns die künstliche Intelligenz helfen zu sagen, wie dieser Hirntumor im Einzelnen aussieht. Das Ganze haben die Amerikaner dann auch entdeckt, dass man damit sicherlich auch sehr viel Geld verdienen kann. Also, und immer wenn Geld in den Markt kommt, das Kontrastmittel-Business ist ein Milliardenmarkt, dann kommt auch sozusagen Drive da rein. In Europa hatten wir da, das war eine persönliche Erfahrung, auch noch wahnsinnig, wir sind da noch nicht so gut, sozusagen die Sachen tatsächlich auf den Markt zu bringen. Da möchte ich hinweisen auf den Vortrag meines ehemaligen Doktoranden Oliver Eidel, der Startups hilft, ihre künstliche Intelligenzideen tatsächlich auch auf den Markt zu bringen. Also ich glaube, das ist was, was wir wirklich in Deutschland brauchen, innovative Startups, die den Fortschritt unmittelbar aus der Universität dann auch auf den Markt bringen. Ich will noch einen Schritt weitergehen und Ihnen zeigen, was mit künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen möglich ist. Und zwar die nächste Idee, die es dazu gibt, ist am Beispiel eines Tumors, dass wir mit dem Algorithmus Informationen aus dem Tumor herausbekommen, die wir mit dem bloßen Auge gar nicht sehen können. Also der Radiologe macht normalerweise, wenn er einen Tumor bestimmt, macht er 2 Parameter. Das sind im Wesentlichen die Durchmesser. Man kann aber aus diesen Bildern viel mehr Informationen herausziehen. Das ist zum Beispiel, naja, das sind alle möglichen mathematischen Parameter, ohne an die Einzelheiten gehen zu wollen. Das sind zum Beispiel die Verteilung der Helligkeiten und der Graustufen innerhalb des Tumors. Und wenn man all dies zusammennimmt, dann kann man das Ganze verwenden, um zum Beispiel Überlebenswahrscheinlichkeiten, um Therapie ansprechen, besser vorherzusagen. Man sieht hier die sogenannten Überlebenskurven, die gehen auseinander, wenn wir künstliche Intelligenz mit einberechnen. So, und jetzt kommen wir ein bisschen in den Bereich des Fiction. Jetzt liest man nämlich viel, was können wir jetzt durch diese Analysen der künstlichen Intelligenz alles machen? Also, der Radiologe der Zukunft wird sicherlich viel mehr in den Data Scientist sein als bisher. Aber wie weit geht das Ganze? Also ich will Ihnen ein klassisches Beispiel von uns präsentieren. Das ist, wir haben einen Hirntumor, brauchen jetzt aber eine genaue Beschreibung des Hirntumors und dazu müssen wir zunächst eine Biopsie machen. Das heißt, der Neurochirurg entnimmt aus diesem Hirntumor eine Probe. Und können wir jetzt diesen Aspekt sozusagen auch durch die künstliche Intelligenz ersetzen? Das wäre natürlich in hohem Grade wünschenswert, dass wir aus der Analyse der Bilddaten sozusagen genau auch bestimmen können, um was für einen Tumor handelt es sich. Also lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Zwischenergebnis. Wir können in bestimmten Bereichen können wir die Befundung ersetzen durch artifizielle Intelligenz. Wir können bis zu einem bestimmten Grad das Kontrastmittel durch artifizielle Intelligenz ersetzen. Und wie weit können wir auch die Biopsie ersetzen durch die künstliche Intelligenz? Und das ist der Ausdruck, der meine Kollegen immer ins Schwitzen bringt. Das ist 2016, hat der berühmte Neurowissenschaftler Geoffrey Hinton auf einer Konferenz gesagt, "People should stop trading radiologists now." Man kann hinzufügen, wenn das mit der Pathologie genauso funktionieren sollte, im Prinzip auch Pathologen. Wie viel ist jetzt davon Realität? Und ich will Ihnen da ganz kurz meine Kritik auch daran sagen. Das geht alles sicherlich in diese Richtung, aber wenn man sich die Realität anguckt in der Klinik,
hat es zusammengefasst, ein Kollege aus den USA, sehr gut, der hat genau gesagt, the market for applications based on AI is heating up for diagnostic imaging. Many products, if not all, to date are for narrow indications and are best described as features rather than products. Das ist korrekt. Wir haben im Augenblick noch nicht den globalen Ansatz, der wirklich alle Krankheiten auf einmal im Auge haben würde. Soweit sind wir noch nicht. Und der nächste Punkt, was ich Ihnen gezeigt hatte, zum Beispiel Ersatz des Kontrastmittels. In der Realität ist es dann so, dass wir gerade ganz kleine Veränderungen genau sehen wollen. Und da ist es dann fraglich, ob das der Algorithmus noch genauso gut erkennt, wie wenn man Kontrastmittel geben würde. Als Beispiel, diesen Tumor hier sieht man, ganz kleine Metastasen sind sehr schwierig zu finden mit diesem Algorithmus. Und am Ende die Frage, medizinisch etwas komplexer, aber kann ich einem Patienten dann auch eine Operation, eine Biopsie ersparen? Das hatten wir uns angeschaut in einer umfassenden Studie und ohne zu sehr auf die Details eingehen zu wollen, das hier war das Signifikanzlevel für die Frage, funktioniert das? Das haben wir in den wenigsten Fällen erreicht. Also das war frustran. Und jetzt kommt die Frage, woher kommt das? Also wo sind die Grenzen der künstlichen Intelligenz auch in der Radiologie? Und das ist etwas, was in der öffentlichen Diskussion manchmal durcheinander gerät. Ganz wichtig ist, die Information muss wirklich im Bild enthalten sein. Wie ich das immer versuche zu erklären, ist durch Teleskope. Auf der linken Seite hier haben wir ein Standardteleskop. Da sieht man dann eine Galaxie. Das ist schon ein relativ gutes Teleskop, was wir da haben. Wenn wir das Hubble Space Teleskop verwenden, das im Weltraum herumfliegt und tatsächlich sehr, sehr viel bessere Aufnahmen von den Galaxien machen können, dann sehen wir es sehr viel besser aufgelöst. So, der Punkt ist jetzt, durch künstliche Intelligenz werden wir niemals dieses Bild erzeugen können aus dem Standardteleskopbild. Da können wir so viele Algorithmen verwenden, wie wir wollen, weil die Information ist einfach nicht in diesem Bild enthalten. Und genauso ist es nunmehr auch in der Radiologie mit der Qualität der Bilder. Also wenn wir zum Beispiel einem Patienten die Biopsie ersparen wollen, wenn wir schon die Pathologie ersetzen wollten, dann bräuchten wir umfassende Bilder, da können wir nicht mit den Standardbildern arbeiten. Aber wenn wir sozusagen neue Methoden der Bildgebung zusätzlich verwenden, die Datenqualität verbessern, dann haben wir da bessere Chancen. Ja, also mit diesem ganzen AI-Hype, wie es auch manchmal jetzt in der Diskussion bezeichnet wird, man muss sich immer vor Augen führen, artifizielle Intelligenz in der Wissenschaft, in der Medizin ist einfach immer nur so gut wie die zugrunde liegenden Daten. Und da schließt sich der Kreis und mein Plädoyer dafür. Wir sind wirklich in der Radiologie nur so gut, wie wir unsere Daten strukturieren können. Wir brauchen qualitativ hochwertige Daten. Wir haben nichts davon, wenn wir ungeordnete Daten aus mehreren Kliniken einfach zusammenwürfeln. Das schadet im Gegenteil. Sondern wir brauchen geordnete große Datenmengen. Wir hatten dort in meiner Heidelberger Zeit am DKFZ bereits 2016 angefangen, Daten über Universitätskliniken hinaus zu sammeln. Das ist jetzt im Rahmen des Netzwerks Universitätsmedizin weiter professionalisiert worden. Das ist also genau der richtige Ansatz. Und bitte helfen Sie uns. Winfried Feil hat es sehr, sehr gut zusammengefasst, denke ich. Das ist Luisa Specht-Riemenschneider, mit der wir auch zusammenarbeiten auf juristischer Ebene, um unsere Daten besser verarbeiten zu können. Wir brauchen juristische Hilfe, weil die Realität bei uns ist immer noch, dass eine wahnsinnige Rechtsunsicherheit herrscht. Welche Daten dürfen wir wann, wie verwenden? Wir haben da erste Vorschläge gemacht zu Datentreuhändern. Ich bin sehr gespannt, wie das alles weitergehen wird. Deswegen vielen herzlichen Dank, dass wir heute interdisziplinär zusammensitzen konnten. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen zeigen konnte. Wir haben großes Potenzial, dass wir unsere Daten sozusagen gut verwenden werden können in der Radiologie. Ich hoffe, dass ich Ihnen zeigen konnte, die Radiologie wird nicht so bald durch die KI ersetzt, das glaube ich nicht, aber es wird einen riesen Einfluss haben. Ja, also Radiologen mit KI-Kenntnissen werden solche ohne KI-Kenntnisse ersetzen, sicherlich. Wir werden die systematische Datensammlung, die Datenauswertung wird das zentrale Thema sein der Radiologie, der Universitätsmedizin der Zukunft. Wir brauchen Ihre Hilfe, wir brauchen die Juristen, wir brauchen die Datenschützer. Am Ende noch ein persönliches Statement, weil ich habe Medizin studiert, um Arzt zu werden. Der ganze Hype um die künstliche Intelligenz in der Radiologie soll immer nur so weit gehen. Ganz wichtig, der Patient bleibt im Mittelpunkt, der Radiologe bleibt der Arzt. Wir werden alle sicherlich auch in der Zukunft die Diagnose
dass ein schwerer Tumor liegt, nicht von einer künstlichen Intelligenz haben wollen, sondern von einem Ärztin, der da entsprechend empathisch, von einer Ärztin oder von einem Arzt, die da entsprechend empathisch mit dem Patienten umgehen können. Trotzdem, wir müssen dieser Entwicklung ins Auge sehen. Das ist Wilhelm II., der wohl gesagt hat, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Das ist sicherlich nichts, womit wir Radiologen arbeiten sollten. Und in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Lieber Alexander Radbruch, vielen Dank für diesen Ausflug an die Spitze der Forschung, die es momentan gibt. In dem Wissen, dass ich jetzt zwischen Ihnen allen und dem Mittagessen stehe, überspringe ich deine Fragen, Alexander, und würde einfach in den nächsten Vortrag reingehen und versuche, den Bogen zurückzuschlagen zu unserer Patient Data Journey, die wir heute Morgen begonnen haben. Und dabei glaube ich auch ganz viele, werde dabei, glaube ich, auch ganz viele Punkte, von denen wir gehört haben, nochmal wieder aufgreifen. Das haben wir gesehen, die Patient Data Journey, wie ein Patient, eine Patientin, die von Arzt zu Arzt läuft, ein Leben lang solche Daten aufsammelt. Und diese Daten dann oft irgendwie am Patienten dran kleben, aber so richtig nirgendwo vorhanden sind. Und man würde sich jetzt wünschen, eine Data Linkage, man würde sich wünschen, strukturierte Daten, die verfügbar sind. Und wir kämpfen alle darum, dass das mehr und mehr passiert. Was dabei oft so ein bisschen vom Tisch fällt, ist etwas, womit ich heute schließen möchte, eine Erinnerung, dass wir längst interoperable Daten in vergleichsweise hoher Qualität haben, nämlich diese Abrechnungsdaten da oben. Medizinische Daten sehen so aus, dass wir von der Krippe bis an die Bahre Formulare haben und diese Formulare in der Regel verwenden, um bezahlt zu werden, um Abrechnungen zu machen. Die liegen also von Beginn des Lebens bis zum Ende des Lebens strukturiert vor bei einer Krankenkasse, die das nutzt, um Rechnungen zu bezahlen. Dazwischen gibt es Episoden von Krankenhausaufenthalten oder klinischen Studien, die sehr, sehr detailliert medizinische Daten erfassen. Diese medizinischen Daten sind sehr wertvoll, aber wie wir jetzt mehrfach gehört haben, schwierig auszuwerten. Diese Abrechnungsdaten werden aus meiner Sicht oft vergessen und wer sie versteht, der sollte meines Erachtens noch viel mehr Nutzen davon einfordern. Und das möchte ich einmal darlegen. Wie das aussieht, es gibt von der Krippe bis zur Bahre ganz viele furchtbare Abkürzungen, die man hier sieht und spätestens da steigt man normalerweise aus. Wenn man sich diese Abkürzung genauer anguckt, dann findet man zum Beispiel heraus, dass eine sogenannte DRG, so ein Code aus Buchstaben und Zahlen ist. Die P06 ist ein Neugeborenes mit einem, ich glaube, normalen Aufnahmegewicht, aber signifikanter Prozedur und Beatmung, also es ist eine komplexe Geburt gewesen in einem Krankenhaus. So beginnt das Leben. Ich darf schon mal vorwegnehmen, bei vielen Patienten endet das Leben auch wieder mit einer DRG, wenn sie nämlich im Krankenhaus versterben. Und dazwischen passiert jetzt ganz viel. Dazwischen gibt es eine Pharmazentralnummer, die ein Medikament und eine Dosierung bezeichnet. Da wissen wir, der hat jemand mal Ritalin genommen. Da kommt ganz frisch ein einheitlicher Bewertungsmaßstab dazu, der eine Impfung mit BioNTech beim Hausarzt kennzeichnet. Dann kommt dazu irgendwann eine ICD-I64, ein Schlaganfall, und irgendwann ein OPS-Code, der einen Stent bezeichnet in der Behandlung. Und so haben wir über den Verlauf eines Lebens mit ganz vielen Codes und Zahlen so eine gesamte Krankenhistorie, die so ein Mensch durchmacht, eigentlich einmal aufgeschrieben. Dadurch, dass wir aber diese komischen Abkürzungen haben und diese Codes aus Zahlen und Buchstaben, ist, glaube ich, den wenigsten bewusst, was in diesen Daten drinsteckt. Denn da steckt nicht drin der einzelne Laborwert für die Diagnose des Schlaganfalls. Aber ob ein Mensch einen Schlaganfall hatte oder nicht, das steckt da schon drin. Und in der Frage, wie Patienten sich durch das Gesundheitswesen bewegen, sind solche Daten hochrelevant und können mir durchaus helfen zu sagen, was braucht jemand eigentlich? Nicht in der medizinischen Kleinteilversorgung, aber in der großen Versorgung. Und ich finde, wir sollten dazu mehr Nutzen fordern. Denn die Fragen, die man mit solchen Daten beantworten kann, sind nicht irgendwie klein-klein, sondern das sind die großen Fragen unseres Gesundheitssystems. Das sind Kontraindikationen von Medikamenten. Das sind Qualitätsindikatoren. Wo sollte ich eigentlich hingehen mit meiner elektiven Operation? Das sind Patientenpässe. Das sind möglicherweise sogar Covid-Daten. Das sind Versorgungschancen bei personalisierter Onkologie. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, kommen einem ganz schnell ganz viele Ideen zu Fragen, die ich eigentlich beantworten möchte als Forscher, als Versorgungsforscher,
als Bürger und als Patient, die ich mit solchen Daten beantworten könnte. Ein Beispiel, um noch so ein bisschen was Innovatives zu machen und den Punkt von Nick Schneider aufzugreifen. Es gibt ein neues Investment in Next Generation Sequencing, also Genomsequenzierungsdaten, die wir für mehr Patienten in der Onkologie, in der Krebsversorgung verfügbar machen möchten. Ich überspringe jetzt die Details, aber die eigentlich spannende Frage ist, warum meint der Gesetzgeber, das sei nötig? Naja, weil wir haben diese neue Technologie, die ist sehr teuer und ungefähr 0,5% der Krebspatienten heute kommen bisher in den Genuss solcher Diagnostik. Wie gesagt, die ist sehr teuer, deswegen ist das an sich kein Problem. Was aber ein Problem ist, ist, dass der beste Prädiktor dafür, ob ein Patient heute so einen NGS-Test bekommt oder nicht, sein Wohnort ist. Wenn er in der Nähe von einem Uniklinikum wohnt, die so ein NGS-Zentrum haben, dann geht er entweder direkt dahin und kriegt die Diagnostik oder wird von seinem Arzt dahin überwiesen, um die Diagnostik zu kriegen. Wenn der Patient nicht dort wohnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er so einen Test bekommt, relativ gering, weil wie soll der da landen bei dieser Testgeschichte? Das heißt, aus Gesamtsystem, aus Versorgungssicht würden wir uns eigentlich wünschen, wie können wir, wenn wir jetzt schon solches Geld ausgeben, dafür sorgen, dass es auch bei den Leuten ankommt, die davon profitieren können, die so einen Test bekommen sollten und nicht bei denjenigen, die zufällig in München im Klinikum stehen und auch noch so einen Test vom Arzt verordnet kriegen für die Forschung. Und das ist genauso eine Fragestellung, die man mit solchen Daten angehen könnte, mit dem Zugang dazu. Indem ich zum Beispiel sage, ich nehme nur die Daten von existierenden NGS-Spitzenzentren. Ich gucke mir an, wer hat dort so einen Test bekommen. Damit erlerne ich die Leitlinie einerseits und andererseits das Erfahrungswissen der Experten vor Ort, weil ich nämlich sehe, wer war da im Krankenhaus drin, was für eine Diagnose hatte der und wurde das dann durchgeführt oder nicht. Das sehe ich alles in den Daten. Ich weiß vielleicht nicht das Ergebnis, aber ich weiß, also das genomische Ergebnis, aber ich weiß, ob der Test abgerechnet wurde oder nicht. Und kann jetzt also hingehen und sagen, ich korreliere die Wahrscheinlichkeit, dass jemand so eine OPS 1996, das ist der NGS-Test, bekommen hat, auf die Diagnose, mit der er reinkam, auf die bisherigen Prozeduren, ist er austherapiert oder nicht, auf die Wirkstoffmechanismen von den Medikamenten, die er bekommt, um weiteres darüber zu lernen, wie es dem geht, und das Alter. Und kann jetzt sagen, so behandeln Spitzenzentren NGS. Jetzt kann ich also sagen, ich habe Patienten in Riesa, die nach allem, was ich gelernt habe aus meinen Münchner Daten, vielleicht so einen Test kriegen sollten. Und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Und damit möchte ich zum Abschluss dieses Mini-Vortrages kommen. Eine zweite Neuerung der letzten Jahre ist der Paragraph 68a und b SGB 5, der es Krankenkassen erlaubt, solche Daten auszuwerten, um individuell geeignete Versorgungsleistungen zu empfehlen und anzubieten. Um das auf Deutsch zu übersetzen, es geht darum, ich kann als Kasse hingehen und sagen, ich sehe diese Daten und ich kann einem Patienten oder einem Arzt sagen, du wärst möglicherweise ein geeigneter Kandidat, zum Beispiel für NGS-Sequencing. Du lebst nur in Riesa, das heißt, dein Hausarzt wird das vielleicht nicht empfehlen, aber mach dich doch mal schlau. Und solche Art von Steuerung, von Navigation unseres Gesundheitssystems ist etwas, was ich mir persönlich als Bürger und als Patient eigentlich wünschen würde, wenn wir auf diesen Daten semantisch interoperabel, longitudinal verfügbar für fast alle Bundesbürger doch ohnehin draufsetzen. Damit noch ein paar andere Ideen, was man machen könnte. Also man könnte, manches davon ist auch durchaus finanziell attraktiv, manches ist nur ein Mehrwert für Patienten. Man könnte Zweitmeinungen steuern, man könnte seltene Erkrankungen daran erkennen, von was für Arzt zu welchem Arzt Patienten laufen, weil die natürlich umherirren auf der Suche nach einer Diagnose. Die Kasse sieht das durchaus, die kriegt dann von jedem eine Rechnung. Ich kann mir um Arzneimitteltherapiesicherheit Gedanken machen und ich kann natürlich auch unser HIH-Lieblingsthema, die DIGAs, empfehlen, dort, wo sie vielleicht indiziert wären. Damit möchte ich schließen im Galopp durch die Themen. Erster Take-Home-Message. Ich glaube, in den Abrechnungsdaten steckt viel, viel mehr drin, als die meisten in unserer Community hier das so wahrhaben wollen. Vielleicht deswegen, weil das komische Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen sind. Und vielleicht deswegen, weil es für den Arzt als solchen nicht furchtbar interessant ist, für den Versorgungsmenschen aber durchaus schon. Ich glaube deswegen, dass ein besserer Zugang zu solchen Daten sehr, sehr viel Gemeinwohl bringen könnte. Und der Anfang dafür ist zum Beispiel im Forschungsdatenzentrum gemacht, denn das Forschungsdatenzentrum ermöglicht mehr Zugang auf solche Daten.
Mit ihren eigenen Daten könnten Kassen, Krankenkassen der gesetzlichen Krankenversicherung noch viel mehr Gesundheitsnavigationsgeräte werden und ihren Versicherten dabei helfen, dieses komplexe System zu navigieren. Und für ganz vieles, und damit können wir auch nochmal zurück auf den Vortrag von Viola Priesemann, müssten diese Abrechnungsdaten einfach schneller fließen. Es gibt sie längst, sie haben oft ein paar Jahre Verzug. Und wenn wir das auf ein paar Monate reduzieren könnten, wäre viel Spannendes damit möglich. Damit möchte ich nochmal meinen Kollegen Dr. Philipp Kircher zu mir bitten. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank, Lars, für deinen Vortrag. Vielen Dank für diesen Blick auf die ohnehin verfügbaren Versorgungsdaten. Wir haben Sie jetzt eine ganze Weile mit sehr viel verschiedenen Informationen aus den verschiedenen Bereichen heute beglücken dürfen, hoffe ich, mit ganz spannenden externen Gästen. Wir haben jetzt noch einen kleinen Ausblick von uns und dann hoffen wir, dass wir Sie zu spannenden Diskussionen angeregt haben, die Sie dann gleich in der Mittagspause entsprechend natürlich führen können. Für die, die präsent sind, geht es dann ein Stockwerk tiefer und zu Hause natürlich auch der Wunsch, dass Sie sich dann entsprechend irgendwie ernähren können. Lars, nimm doch den Ball, der da so oben liegt, auf gleich wieder. Ich glaube, wenn man nochmal zurückguckt auf die letzten 4 Jahre, ist es schon beeindruckend, was im Bereich der Forschungsdaten alles passiert ist. Wir haben das Forschungsdatenzentrum, wir haben das Krebsregister, wir haben die neue Initiative zu Genomdaten, wir haben juristische Details, die eine bessere Auswertung Uniklinikum-übergreifend ermöglichen, wir haben eine Datenspende in der EPA und ich habe sicher noch was vergessen, da ist ganz, ganz viel angestoßen worden, dass der Ball ins Rollen kommt. Leider ist es aber anders als bei anderen Erfolgsgeschichten der letzten 4 Jahre legislativ noch nicht so, dass wir jetzt ein laufendes EPA-Verzeichnis haben, in dem ganz viele EPAs stehen, wo Fakten schon geschaffen sind, sondern es sind Prozesse, die noch laufen, wo zum Beispiel im BfArM Details ausgearbeitet werden und wo die Steine erst noch gegossen werden müssen, dass sich daran nichts mehr ändert. Und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung für die nächste Legislaturperiode, diesen angestoßenen Ball jetzt ins Tor zu schießen und die Fakten zu schaffen, dass die guten Ideen auch in die Umsetzung kommen und die Daten dort landen, wo sie analysiert und zu Nutzen gebracht werden. Für die großen Fragen fehlen dann aber auch noch teilweise weitere Ansätze oder auch nochmal Grundsatzüberlegungen. Also wir haben letztes Mal auch schon bei der Gesundheit Digital gesagt, die föderalisierte Gesundheits- oder insgesamt Datenschutzaufsicht natürlich, die ist eigentlich eine Situation, die vor allem dazu führt, dass wir zu Rechtsunsicherheit kommen, statt zu einheitlichen Auslegungsergebnissen. Also da könnte man durchaus nochmal ansetzen. Gleiches gilt für ein einheitliches Bundesdatenschutzgesetz, insbesondere im Gesundheitswesen, denn wir haben ja ein Bundesdatenschutzgesetz, aber das, im Gesundheitswesen ist es nun mal wieder ausdifferenziert auf die jeweiligen Länder. Die Krankenhäuser haben ihre Krankenhausgesetze und so weiter, Sie kennen das. Dafür brauchen wir vielleicht auch mal eine Änderung des Grundgesetzes, um zu sagen, Datenschutz ist nicht mehr nur eines von vielen Themen, sondern wir brauchen eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes, die uns eben auch ermöglicht, dieses große Thema unserer Zeit auch einheitlich für ein Land zu regeln und nicht das nur auf europäischer Ebene zu haben und dann in Deutschland wieder in die föderale Struktur zu zerfallen. Wir haben heute von Winfried Pfeil besonders nochmal auch eindrücklich auch dargelegt bekommen, wir brauchen auch eine Gemeinwohlorientierung und ein Datennutzungsrecht, das wir anstoßen müssen. Das geht auch sektoral. Ich würde es eigentlich begrüßen, wenn wir da nicht sektoral zerfallen, sondern das versuchen einheitlich aufzubauen. Und zuletzt, um Ihnen noch einen sehr abstrakten Punkt zur Diskussion beim Mittagessen zu geben. Ich habe die Wahrnehmung, dass wir in Deutschland oft diskutieren darüber, dass unsere Daten nicht bei AWS oder Google landen sollen, sondern irgendwie in Europa liegen. Wenn man den Leuten dann sagt, ein AWS oder ein Google haben natürlich auch Rechenzentren in Frankfurt, dann sind die Leute in der Regel immer noch nicht so ganz glücklich. Und an der Stelle möchte ich mal dazu anregen, sauber zu trennen, was ist Datenschutzrecht, das ja durchaus einen Sinn hat. Und was ist Wettbewerbsrecht, wo unser Unwohlsein mit den amerikanischen Hyperscalern vielleicht gar nicht aus dem Datenschutz kommt, sondern vielleicht eher aus dem Wettbewerbsrecht und einer de facto Monopolstellung solcher Infrastruktur. Das möchte ich vielleicht mal so stehen lassen. Ich wünsche Ihnen schon mal einen guten Appetit und ich wünsche Ihnen das auch und ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen. Um 14 Uhr geht es weiter mit der EU-DigaCon. Wir wechseln dann nicht nur die Farbe, sondern auch die Sprache. Das wird also großteils auf Englisch wieder gehen. Wir freuen uns ganz sehr stark auf internationale Gäste, mit denen wir das heute diskutieren können. Und jetzt einen guten Appetit und vielen Dank.